das Ding jetzt an. Test, Test. Duck, duck. Kam bei dir was raus? Kommt was raus? Hörst du was? Jo. So, dann muss ich den Peter Dixon an. Soll ich meinen? Hi Peter, können wir loslegen, der Uwe nicht? Ach, du bist gar nicht da. Ja, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner? Ja, ich habe da keine Nummer von, deswegen weiß ich jetzt nicht. Jo, ciao. Ich bin nicht da, es ist ja feste Dinge, ey. Lars. Jo, hi. Wollt ihr denn irgendwann mal anfangen auch, oder? Ja, wir warten noch ein Zeichen. So ja. Läuft es. Ich meine, wir haben ja gerade mal erfahren, dass der Peter gar nicht da ist. Dass ihr dann halt auch immer test. Professional. Ist egal, ich reg mich nicht auf. Leute, ist doch nicht. Habt ihr die Mikros an? Beide? Mikrofone sind an, sagt das dem Wähler und alles ist gut. Jo. Ja gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir sehen aktuell noch den Einlauf hier im Gelsenthaler Park. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Gelsenthaler Park. Heute am 6. April 2022. Das Wetter ist äußerst bescheiden. Unsere Laune dafür eigentlich umso besser, oder Uwe? Ja, also das kriegen wir schon alles schön. Erstmal haben wir natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Die Bahn schön fluffig, ne? Ordentlich Wasser drauf gewesen. Insofern bin ich immer ganz glücklich, wenn das Wetter gar nicht so gut ist. Weil es ist auch eine Herausforderung, wenn man irgendwie 7 Wochen Sonne draufstehen hat. Ne? Wobei, habe ich erzählt, wir haben jetzt den nächsten neuen Traktor. Insofern kriegen wir das dann auch an der Stelle gelöst, ne? Die Bahn ordentlich zu halten, auch bei Sonne. Aber trotzdem, erstmal die Witterungsvoraussetzung für den Sport aus meiner Sicht sehr, sehr gut und das ist schön. Ja, ich freue mich sehr auf den neuen Traktor. Hat er denn schon einen Namen? Nein, noch nicht. noch nicht, aber da können wir ja vielleicht am 1. Mai, wo wir... Genau, da sind wir nämlich beim nächsten Thema. Im größeren Tag haben, da könnten wir ja mal vielleicht so eine offene Abstimmung machen, ne? Was man da genau für einen Namen kreiert. Das wäre eine schöne Idee. Könnte man bei Facebook beispielsweise einmal initiieren. 1. Mai, ich freue mich tierisch, Uwe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben jetzt zweimal leider den 1. Mai ausfallen lassen müssen. Die Gründe sind eigentlich jedem bekannt. Und ich freue mich hier, ich denke, 10.000 Leute werden wir hier wohl begrüßen dürfen, oder? Wir müssen ja jetzt keine Angst mehr haben, gibt keine Restriktionen mehr, ne? Das haben wir also auch geklärt. Also mein Ziel ist schon, unter 15.000 werden Gesichtsverlust. Wir haben einen unfassbar guten Zuspruch dieses Jahr. Ne? Das fängt beim Sponsoring an. Wir haben Porsche, wir haben auf der Trab-Rennzeitschrift, auf unserer Trab haben wir auf der Rückseite erstmal Porsche. Ja, die Zeitung ist ja auch mega. So, ja, klar. Dann haben wir Dekra da. Ne? Dann haben wir wirklich im Sponsoring mal eben auf kurz so viel erreichen können. Da bin ich echt total geflasht. Dann haben wir 10.000 Zeitungen da unten rumfliegen auf der Fläche. Ne? Also, und jetzt schon irgendwie Bude übervoll. Abano Ass Club, ne? Das sind natürlich alles so Zeichen, da sieht man schon, wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich freue mich tierisch und vielleicht kann man einmal noch mal ganz kurz darauf hinweisen, in eigener Sache, wer die Zeitung, die Trab heißt sie nämlich, kostenlos ins E-Mail-Postfach haben möchte, der kann sich auf www.gelsenthalerpark.de für unser Newsletter anmelden, muss 2 E-Mails einmal kurz bestätigen und bekommt dann die Zeitung kostenfrei mit allen News und auch mit dem Dip-Tipp, wenn wir den haben, immer zugeschickt. Und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege, auch mal nicht nur eine schöne Zeitung in der Hand zu haben, sondern auch einen tollen Trabrennsport zu erleben. Comics gibt es da auch noch einmal. Comics, ja, die sind doch ein Hammer, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich mag die. Und wir haben, du hast damals gesagt, du möchtest für die Aktiven eine Zeitung haben mit Boxenplan. Den haben wir hier, das ist eine reine Aktivenzeitung. Und wenn ich mir das hier mal angucke, alleine hier, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Oksana aus der Ukraine, als sie hier war, Michael Nimczyk hat sie in den Arm genommen. Wir haben hier streckenweise Fotos und das ist wirklich moderne Kunst, meiner Meinung nach. Ja, also ich sag mal erstmal vom Bild schon mal ein Hammer, aber eben auch von der Botschaft. Ne? Steht ja auch im engen Zusammenhang mit unserer Spendenaktion. Ne? Wir weiß ja, glaube ich, mittlerweile jeder im deutschen Pferdesport, dass wir da eine Menge auf den Weg gebracht haben. Wir sind diejenigen, die 28 Paletten Pferdefutter da mal eben zur Trabrennbahn nach Kiew gebracht haben. Und das mal eben war dann tatsächlich jetzt eher mal so ein suffisanter Unterton. Das ist ein Raketenflug. Und das meine ich ernst.
Wir haben dreimal das Lager gewechselt. Wir haben nichts unversucht gelassen und irgendwann waren wir da. Ne? Und wenn man dann sieht, was das erreicht, wie glücklich die Menschen da für einen kurzen Moment sind. Ne? Und dass wir jetzt die gesamten 300 Pferde, die noch da sind, einen Monat lang ernähren können, dann ist das schon eine große Geschichte. Aber wir machen da auch weiter, das vorab. Und wenn man auf Facebook Gelsentrapark, man geht auf Facebook, gibt Gelsentrapark ein und dann kommt man auch automatisch auf unsere Seite. Du hast ein paar Bilder online gestellt. Das ist wirklich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Wenn man dann aber sieht, wie sehr sich Menschen über 28 Paletten Futter freuen und dass da jetzt demnächst, ich glaube in 7-8 Tagen soll der nächste Transport losgehen. Wenn man sieht, was man in der heutigen Zeit alles erreichen kann, dann muss ich immer wieder sagen, Menschlichkeit ist alles. Und ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank, Uwe, dass du dich da so einsetzt. Du hast, glaube ich, genug Baustellen in deinem Leben, aber auch da bist du relativ unverdrossen. Ja, über mein Leben sprechen wir jetzt mal gar nicht. Aber auch hier. Einmal ganz kurz, bevor wir hier... Sport. Ne, Uwe, du siehst ja selber jetzt, vielen, vielen Dank an die Regie fürs Einblenden. Stichwort Ukraine-Trap. Hier ist extra ein Unterkonto erstellt worden. Kontoinhaber Gelsentrapack e.V. Die IBAN steht drauf. Wer uns unterstützen möchte, kann das jederzeit machen. Absolut. Und da zählen wir natürlich weiter drauf. Und allen, die es schon getan haben, einen herzlichen Dank. Ja, einen herzlichen Dank. Es ist ein sehr brisantes Thema. Ich finde, man muss da einfach mal drüber sprechen und man darf nicht aufhören. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ja, ich sag mal, ich hoffe natürlich, dass der Grund irgendwann mal entfällt. Na, aber selbst wenn er heute entfallen würde und heute da wieder Frieden wäre, dann haben wir da natürlich erstmal lange noch zu tun. Ne? Und das ist uns allen klar. Und da werden wir auch nicht aufhören, weiter zu buddeln, bis wir da auf Öl stoßen. Ne? Das ist so. Ja, wir kommen vielleicht nochmal einmal zum 1. Mai. Gibt es denn schon irgendwelche Namen zu vermelden, die hier anwesend sein werden? Berühmte Namen. Ja, sagen wir so, in dem Punkt bin ich natürlich echt unterirdisch schlecht aufgestellt. Ich muss immer tatsächlich meine Töchter fragen. Das liegt in unserem Alter, Uwe. Lisa und Max, hast du schon mal von Lisa und Max gehört? Nein. 1,4 Millionen Follower. Ja, wir gehen ab durch die Decke, ne, waren beim Silbereisen. Ich kenne sie nicht. Oh, ne? DSDS-Finalisten kennen natürlich sogar ich. Die sind eine Woche vorher, drehen die hier. Die sind alle da. Das ist natürlich allein schon so ein Ding, zusammen mit Bild-Zeitung als Medium. Brauchst du da schon eigentlich nicht mehr viel machen, dann ist die Bude voll. Ich freue mich tierisch. Wer wird mitmoderieren hier? Mit dem Holger und mir beispielsweise? Also wir haben ja niemand geringeren als den Heidi Töne aus München herausfliegen können. Am Tag vorher noch Geburtstag. Ne? Und jetzt hat er einen Vorteil, der ist Sportler. Ne? Der kommt ja also tatsächlich auch an einem Stück an und ist nicht völlig zerscheppert. Das hat er immer so gemacht, ist Profi. Ich liebe das unglaublich, was der Heidi macht, so im Sport. Und freue ich mich unglaublich drauf. Da müssen wir noch einen Kuchen besorgen. Wie alt wird er denn? Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Aber da müssen wir noch einen Kuchen besorgen. Der ist jünger als wir. Der ist jünger als wir. Ich glaube, das ist auch nicht so schwer, oder? Ja, jetzt haben wir heute ab 11.35 Uhr, also in gut 23 Minuten, startet das erste Rennen. Der Holger ist heute nicht da, aber wir haben einen nicht weniger schlechten Ersatz gefunden. Ja, der wird jetzt kippelig, aber vom Grundsatz, Michael Robionik ist ja auch einer von denen, ich mag das so, ne? Wer kannte den von dem? Mal im Ernst, vor 2 Jahren, niemand, der war überhaupt nicht existent und dann hat er sich so da durchgebuddelt und immer wieder seine Sendung gemacht und jeden da eingeladen und auf seine offene Gelsenkirchener Art, da sind wir ja auch so ein bisschen, ne? Hat der unglaublich viele Leute erreicht. Auf der anderen Seite im Süddeutschen, Michael Hartmann noch dabei, die haben ein tolles Format da mit Traber TV auf den Weg gebracht und mittlerweile auch richtig Expertise und insofern freue ich mich darauf, heute mal so eine ganz neue Konstellation zu sehen und jetzt schauen wir mal, ob das aufs erste holprig kommt, da bist du jetzt so ein bisschen gefordert oder ob wir da einen ganz großartigen Tag erleben werden. Ich denke, wir werden einen großartigen Tag erleben. Ich schätze Michael sehr. Dann würde ich jetzt sagen, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine offenen Worte, Uwe. Und dann schnappe ich mir jetzt den Micha und dann würden wir einfach mal schon mal unsere V5 gleich besprechen. Vorstellen muss ich ihn ja nicht, weil den kennt er, glaube ich, mittlerweile ganz Traber Deutschland. Genau, der Name steht für sich. Und ja, ich hole ihn mal ganz kurz rein und sage an der Stelle alles Gute und einen schönen Renntag. Hat mich gefreut. Tschüssi. Dankeschön. So, neben mir steht kein Geringerer als Michael Robionik. Nicht, dass jetzt jemand denkt, Holger Hülseger hätte sich einer Operation unterzogen.
Holger muss arbeiten, du bist sofort eingesprungen. Hallo? Ja, einen wunderschönen Tag. Guten Morgen aus Gelsenkirchen. Vielen Dank, dass du mich gestern noch angerufen hast. Und ja, ich helfe gerne aus. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass es eine schöne Übertragung heute wird. Ja, das denke ich. Micha, Frage, wie, wenn du in deinen Worten einmal den Trabrennsport beschreiben würdest, dann tu das einmal bitte. Ja, also weil dem einen oder anderen wird das nicht entgangen sein. Seit über einem Jahr habe ich Traber-TV ins Leben gerufen, weil ich finde, dass der Trabrennsport im Gegensatz zu anderen Sportarten, hier wird die Tradition wirklich noch gelebt mit sehr viel Hingabe. Und der Sport könnte das viel mehr nach außen transportieren und kommunizieren. Und da die Pferdebesitzer und die Trainingsanstalten wirklich einen tollen Job machen, viel zu tun haben, dachte ich, es müsste jemand von außen kommen, das zu zeigen. Weil damit die Besitzer nicht noch mehr Arbeit haben. Du wirst ja wissen, welchen Aufwand es bedarf, ein Traberpferd zu unterhalten oder mehrere, oder? Ja, das ist aber, das sind ja nicht nur die Kosten, das ist aber auch die Liebe dazu. Das ist, wenn ich mich ins Auto setze mit meiner Familie und wir fahren zu Tim raus oder ich fahre mal, momentan fahre ich nicht ganz so viel, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe, dann ist das schon so, dass ich meinen Kopf frei kriege und meine Sorgen, die hat ja jeder Mensch im Leben, dann auch vergessen kann. Und das ist einfach so der Gänsehautmoment, den ich gerne mitnehme. Und man setzt sich auch mal zusammen, der Tim mit der Familie, und man quatscht und hat einfach Spaß. Und das ist das, was mir der Trabrennsport gibt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch heute an so einem Tag wie heute, auch wenn wir in Anführungsstrichen nur 5 Rennen haben, es ist für mich eine Ehre, auch für den Trabrennsport tätig zu sein, denn dieser Sport ist für mich das Nonplusultra. Das ist einfach ein Gefühl, das man hat, und ich versuche so mein Gefühl gerne weiterzugeben. Ja, ich finde, jedes Rennen und jeder Renntag ist was Besonderes. Jeder einzelne Besitzer und jede Trainingsanstalt leistet unheimlich viel, um jedes Pferd hier an den Start zu bringen. Und ich glaube, diese Ehre versuche ich ein bisschen zu vermitteln über den Traber TV. Erzähl mal deine Geschichte, wie kommst du zu deinem Pferd, was erlebst du da alles mit? Und damit die Besitzer nicht noch die Last haben, die Öffentlichkeitsarbeit zu unternehmen, habe ich gedacht, ich versuche einen Teil dazu beizutragen. Wobei du da mein Vorbild bist mit dem Traber Talk. Ja, der ist ja leider so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe das schon öfter im Kopf gehabt, da mal wieder anzufangen. Ich werde einfach mal schauen, inwieweit wir das wieder fortsetzen. Ich habe nur viele andere Dinge mittlerweile noch dazu bekommen und dann habe ich da die Zeit natürlich nicht immer dazu. Genau, das war mein Gedanke, dass Pferdebesitzer so viel tun in der Freizeit nebenher, dass die das eigentlich nicht noch komplett leisten können. Und da dachte ich, da müsste jemand das von außen bringen, um dort den Respekt zu zeigen. Denn im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo nur Traditionen als Marketinginstrument genutzt werden, werden die Traditionen im Trabrennsport ja wirklich gelebt. Also diese Sportanlage existiert hier über 100 Jahre, in den anderen Städten auch. Und das sind wirklich einmalige Sportanlagen, die es sich lohnt zu bespielen und hier tolle Veranstaltungen zu machen. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch heute hier eine kleine Mittagskarte haben und mit 5 tollen Trabrennen hoffentlich. Und wie sagt der Michael immer, in dem Sport gibt es ganz, ganz viele Typen. Ja, tolle Typen, wunderbare Frauen. Genau, ich muss ein bisschen ins Bild. Ach, habe ich jetzt, ja, da ist der Micha wieder. Ja, danke. Wunderbare Menschen, die sich lohnt auf jeden Fall zu zeigen, was die hier mit Herzblut machen. Gestern hatte ich zum Beispiel Jeanette Richard zu Gast, eine kleine Zuchtanstalt des Trabrennsports, 2 Produkte. Aber die machen alles, was sie mit den Trabrennpferden machen, mit Herzblut. Und es ist gelebte Tierliebe und gelebter Tierschutz. Und das muss man auch zeigen. Genau, es ist genau das Gegenteil von dem, was das leider des Öfteren immer wieder mal so in den Medien stattfindet. Ich wage zu behaupten, dass 99% der Leute, die sich um die Tiere kümmern, nichts anderes im Sinn haben, als ihre Pferde zu betütteln. Genau, während man dazu zum Beispiel bei einer Spende für eine Tierschutzorganisation gar nicht weiß, wie viel Prozent von diesem Geld wirklich zum Wohl der Tiere verwendet werden, kann man sich sicher sein, dass wenn man auf den Trabrennsport wettet, dass das meiste Geld, was hier an Rennpreisen ausgezahlt wird, wirklich zur Hege und Pflege der Tiere verwendet wird. Das wirst du als Besitzer sicher bestätigen können. Das ist genauso. Da gebe ich dir zu 100% recht. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich sehe, die Leute, die in dem Sport arbeiten, ich kann jetzt nur von Sven Grützner beispielsweise sprechen, der bei Tim tätig ist, der füttert morgens um 6.
Und dann, wenn ich mit Tim schon mal abends telefoniere oder wir gehen mal essen, dann unterhalten wir und da sagt er, du kannst dir gar nicht vorstellen, der Sven abends um 7:30, da muss man sich mal vorstellen, nach 13,5 Stunden kniet er am Boden, macht von den Pferden die Beine. Da musst du so viel Liebe und Hingabe haben, weil sonst machst du das nicht. Du verdienst, es ist ja auch nicht so, als ob man da jetzt irgendwie ein Vermögen verdienen würde. Ja, genau. Also ich denke mal, der Aufwand in Zeit, den darf man kaum rechnen. Da sind die Rennpreise, die es zurückgibt, nur ein kleiner Obolus, die einen Teil zu den Kosten dazu beitragen. Und ich wollte mit Traber TV halt den Leuten ein bisschen Ehre zeigen, dass sie erzählen können, was sie Tolles machen mit den Pferden, wie viel Herzblut sie da reinstecken. Und da braucht man gar keine Kampagne, wenn Leute einfach erzählen, was ihr Herz ausfüllt. Und genau. Das macht mir total viel Spaß. Und in tristen Tagen hat mir das wirklich sehr viel Herzenswärme in mein Wohnzimmer gebracht. Vielen, vielen Dank, Micha, erstmal für deine Worte. Wir fangen jetzt einfach mal, wir haben in circa 17 Minuten Start zum ersten Rennen. Wir fangen jetzt einfach mal mit der V5-Wette an. Wir haben heute eine Garantieauszahlung in Höhe von 2.000 Euro. Vielleicht ist die Regie einmal so nett und zeigt uns die bisherigen Änderungen. Wir haben im vierten Rennen zwei Nichtstarter. Das ist einmal die Startnummer 1, Bismala Face, und die Startnummer 2, Goody Perrin. Die Startnummer 1 und Startnummer 2 im vierten Rennen kommen leider nicht an den Ablauf. Und im fünften Rennen haben wir eben von der Jeanette Ritscher, von dem Pferd eine Fahreränderung, da sollte Sven Grützner fahren. Sven ist leider erkrankt, fährt Markus Bock. Das sind die Änderungen für unsere V-Wette. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem ersten Rennen. Dort haben wir uns für zwei Pferde entschieden. Micha, vielleicht einmal kurz deine Erläuterung. Im ersten Rennen erstmal 4.000 Euro Dotation dank des Partners aus Frankreich, die Rennpreise hier ein bisschen höher werden lassen. Es sind auch 8 Plätze sind auch bezahlt, das heißt, alle Besitzer haben hier gute Möglichkeiten, ein bisschen Geld mitzunehmen. Und ich fand die Leistung von Carlo Paolo im letzten Jahr wirklich überragend. Das waren 5 Siege in Serie. Darüber können wir gleich sprechen. Ach so. Vielleicht machen wir einfach erstmal nur die V5 und wenn die Parade vorbei ist, dann können wir uns über die Pferde... Ja, also wir haben ja quasi den Goldhelm, Nummer 3 Heavy Emnimi und die Nummer 6 Carlo Paolo mit Dieter Brüsten in der V-Wette vermerkt. Ja, dann kommen wir zum zweiten Rennen, das um einiges schwerer ist. Wir haben uns trotzdem nur für 3 Pferde erstmal entschieden, damit die Wette bezahlbar bleibt. Ich sehe 2, 3 Kandidaten, die man eventuell noch mitnehmen könnte. Wir haben uns hier entschieden für die Startnummer 7 Nix Hilperon, für die Startnummer 8 Kaiserhof Newport und für die Startnummer 9 Falcon Isabel. Natürlich laufen da so Granaten wie I'm the One Who Knocks, der schnelle Rennmark, für Captain Olaf, zweiten Start nach Pause, Georgie's Joker, der nie was falsch macht. Also auch da kann man sich vielleicht ein bisschen breiter aufstellen. Ja, ist für mich ganz klar der sportliche Höhepunkt des Tages, das definitiv. Zweite Rennen, Preis von Tour. 9 wirklich tolle Pferde. Man kann großen Sport hier erwarten. Definitiv. Dann kommen wir zum dritten Rennen. Das kann ich sogar ich aussprechen, zum Preis von Laval. Ja, 10 Pferde hier am Start. Das gibt viele Wettmöglichkeiten in Deutschland und in Frankreich. Und auch hier ist ein tolles Rennen zusammengekommen in der Klasse bis 2.500 Euro. Und wir haben uns entschieden für die Nummer 1, die Nummer 3 und die 7. Das sind Lotus Kimberley mit Michael Nimczyk, die 3 Mona Miha, Tim Schwammer und die 7 Clarissa Felten mit Robin Bott. Genau, dann kommen wir zum vierten Rennen, Preis von Le Mans. Auch da haben wir uns für 3 Pferde entschieden. Einmal für die Startnummer 5 Keep Flying, für die Startnummer 7 Hito Demey und für die Startnummer 11 Kevin Parcell mit Marciano Hauber. Und dann... Ja, man mag es nicht glauben, kommen wir schon zum letzten Rennen. Und jetzt, Micha, kannst du mal bitte sagen, wie das Rennen heißt? Preis von Fougère? Würde ich auch so aussprechen. Ich bin auch kein Franzose, also ich kann kein Französisch, aber nichtsdestotrotz hört sich gut an. Ja, ich, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, bitte ich um Hinweis im Chat. Vielleicht kann der eine oder andere um nette Hinweise sagen. Ja, Eline de Vries, die kümmert sich ja immer um uns, dass wir die das Worte ganz liebe. Richtig aussprechen. Ja, ist eine ganz liebe. Ja. Ist die Mama von Siske de Vries. Ja, sehr gut. Und auch Siske ist eine total sympathische junge Frau. Der ganze Sport hat total sympathische Menschen. Parade, also in gerade tristen Tagen, wo das gesellschaftliche Zeitgeschehen manchmal Stirnrunzeln vermittelt, hat mir der Trabrennsport wirklich sehr viel Wärme und Liebe zu dem vermittelt, was man tut. Und deswegen war das eine tolle Entscheidung, Traber TV für mich ins Leben zu rufen.
Gut, dann kommen wir jetzt zur fünften Prüfung, wie du schon richtig... Möchte aber noch ergänzen, der Renntag ist nicht vorbei mit dem fünften Rennen. Nein, wir haben danach nur drei tolle, aber wir müssen jetzt natürlich auch erstmal sagen, wen wir in mitnehmen würden, ja, jetzt in der V-Wette. Okay. Also ja, du hast ja gesagt, für dich ist in Extremis die Bank des Tages. Ja, ich habe mir das Rennen nochmal angeguckt vom 27.03., aber du wirst als Besitzer von der Nummer 2 Romanze sicherlich noch etwas mehr berichten können über dieses Starterfeld. Ich habe sie aus Sympathie mitgenommen. Ja, das denke ich. Das ist deine große Liebe, die Romanze, oder? Sie ist ein absolut total sympathisches Pferd, da können wir gleich drüber sprechen. Ich habe sie einfach mitgenommen, ja, weil die Arbeitsleistung, wir haben sie hier mal auf der Bahn gehabt, die war gut. Mhm. Ich kann natürlich nicht viel dazu sagen, weil das ist immer ein Unterschied, ob sie arbeiten oder am Rennen laufen, wenn sie dann mit mehreren Pferden sind. Die war allein, die hat in Begleitung mit einem anderen Pferd gearbeitet, jetzt hat sie 5 Gegner drin. Wir gucken einfach mal, in Hamburg war sie noch fehlerhaft. Ich kann nur sagen, dass das Pferd eine Menge Laufvermögen hat. Ob es zum Gewinn reicht, weiß ich nicht. Deswegen aus Sympathie würde ich sie erstmal mitnehmen. Ja, aber auf jeden Fall hervorragend gezogen vom Gestüt Lasbeck. Das ist eine ganz besondere Erwerbung für dich sicherlich. Ja, das ist eine Vollschwester zu Mamba. In Schweden, glaube ich, schon 100.000 verdient. Ja. Zu Paulette, Seriensiegerin aus dem Gestüt Lasbeck. Zu Open Sky, eine Halbschwester. Also es geht fast nicht besser. Es ist eine Warennmutter und ich habe die damals gekauft, beziehungsweise wir haben die gekauft. Hieß, die wäre nicht ganz so einfach. Und ich habe gesagt, na gut, wenn sie nicht ganz so einfach ist, dann ist es so. Ich bin auch nicht immer ganz so einfach. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir eine tolle Mutterstute, weil von der Blutlinie her geht es nicht besser. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Das denke ich mir täglich, wenn ich aufstehe. Ja, genau. Dann sind wir jetzt durch, dann warten wir jetzt auf die Parade und melden uns nach der Parade wieder, Micha, oder? Wunderbar. Ich freue mich auf einen tollen Renntag heute Mittag hier in Gelsenkirchen. Ich auch. Die Bis Pferde gleich. Bitte Bis auf gleich. Das Geläuf. Achtung für die Fahrer, bitte zur Parade sammeln.
mit dem ersten Rennen am heutigen Mittwochvormittag, der es noch ist. Der Preis von Alençon, Auftakt zur V5-Wette, Garantieauszahlung 2000 Euro in der V5-Wette. Und wir sind im ersten Rennen und somit auch beim ersten V5-Rennen mit unter anderem der 5 Ganivet de Bellevue, Ralf Oppoli mit der 1 Hennessy und Jan Thijs de Jong. Die 8 folgt Klaas Hünd und Marciano Hauber. Nächste Teilnehmerin ist die 4 Mrs. Su BG, Jan Tiring. Es folgt die 2 Finch Hatton TU, Harry Pohls. Start Nummer 3 dahinter, Heavy Enemy, Michael Nimczyk. Dann die 6, Carlo Paolo, der im Moment nicht so will, wie es sein Fahrer will. Dieter Brüsten nämlich. Und last but not least, Vanita Express, die 7 mit Jochen Holzschuh. Ja, vielen Dank, Dirk. Das war die Parade zum ersten Rennen, den Preis von Alençon. Wir beginnen nicht mit der Startnummer 6, wir beginnen mit der Startnummer 3. Vielleicht ist die Regie einmal so nett und blendet uns Heavy Enemy ein mit Michael Nimczyk. Ich habe mich in der Trabwehr, es war für mich eine ganz, ganz schwere Entscheidung, mich zwischen Heavy Enemy und Carlo Paolo zu entscheiden. Heavy Enemy, ein absolut starkes Pferd, nicht immer ganz so sicher auf den Beinen, aber unwahrscheinlich laufgewaltig, Michael. Ja, überhaupt. Da ist er, Dankeschön. Heavy Enemy hier mit Goldhelm Michael Nimczyk. Natürlich Pferde von, aus dem Stall von Karin Walter Mommert haben immer besonders Augenmerk verdient. Wirklich ein toller Stall, tolle Pferde. Heavy Enemy, ja, ein paar Unsicherheiten waren zu sehen, aber das Potenzial vom Pferd ist, glaube ich, noch viel größer, oder? Ja, das ist tolles Pferd. Man kann in Berlin-Mariendorf mal von so einem tollen Pferd wie Royen geschlagen werden. Die Leistung war bombastisch. Also von daher wird das für mich hier einen Zweikampf geben zwischen Heavy Enemy und zwischen der Startnummer 6, Carlo Paolo, gesteuert wieder von Dieter Brüsten. Ich möchte einmal erwähnen, ich glaube, Carlo Paolo war danach ein, zweimal nicht Starter. Da war er nicht so hundertprozentig in Ordnung. Ich hatte mit Dieter gesprochen, aber auch der dritte Platz, Michael, hier in Gelsenkirchen, einen riesen Startfehler gemacht. Und Dieter sagte zu mir, hat ihn einfach nur noch trudeln lassen und ist wirklich in der schnellen Endphase noch auf den dritten Rang gelaufen. Ja, durch die dritte und vierte Spur außen herum war auch im Start Ziel das schnellste Pferd, denke ich mal, von allen. Start in und, 4 Minuten. Auch einen wirklich hervorragenden Eindruck, oder? Ja, schade in 4 Minuten. Macht einen tollen Eindruck, scheint wieder sehr gehfreudig zu sein. Das ist auch das, was Dieter zu mir sagt. Er wird manchmal nicht so gerne losfahren, aber das ist nicht ganz so einfach mit Carlo Paolo. Nichtsdestotrotz ein Pferd, das eigentlich bis auf den letzten Fehler mal am Start nichts falsch gemacht hat, über unwahrscheinlich viel Laufvermögen verfügt. Dann machen wir bitte einmal weiter mit der Startnummer 8, Klaas Hünd mit Marciano Hauber. Ja, der hat auch hervorragende Leistung gezeigt in Berlin-Mariendorf und Gelsenkirchen zum Ende letzten Jahres hin. Am 21.11. gewonnen gegen Pharmacimonium Jura und in Gelsenkirchen ja auch Sieger gegen Last Best Well und Baby Royal. Kommt aus einer kleinen Pause, aber ich denke, Pferde aus dem Stall Hauber werden hier direkt in sehr guter Form auftreten. Oder was meinst du? Ja, vor allen Dingen dieser Klaas Hünd ist relativ rennverlaufsunabhängig. Der läuft immer sein Tempo weiter. Den kannst du so nicht aufnehmen. Da kann er schon mal mit dem Fehler reagieren. Ich habe einen Riesenbock auf die Startnummer 8, Klaas Hünd. Ob er gewinnt, das wird schwierig. Wir machen weiter mit der Startnummer 7. Heute wieder in der Hand von Jochen Holzschuh, Vanita Express. Ich kann mich noch an den Sieg mit Thomas Panchoff hier im Gelsentrapark erinnern. Thomas den ersten Kilometer nicht ganz so schnell gefahren, den zweiten dafür umso schneller und da stand dem Sieg nichts mehr im Wege. Ja, er hat alle abgefangen. Wirklich starkes Feld. Wester, Boluketju, Hood und Couleur waren noch dabei, haben versucht, Vanita Express zu schlagen, aber die Fahrt von Thomas Pancho war sehr gut und der hat das Tempo wunderbar eingeteilt und für einen vollen Erfolg für den Stall von Gunter Butzek mit Vanita Express. Und Vanita Express kann auch hier sicherlich in der Wette landen, erst recht, wenn einer der ersten genannten hier ausfahren sollte. Ja,
Wen haben wir denn noch auf dem Schirm? Die Startnummer 1 Hennessy. Den habe ich letztens ganz genau beobachtet mit Yannick Mollema. Ich glaube, das ist Yannick zu verdanken zu gewesen, dass Hennessy nicht gesprungen ist im Einlauf, weil er konnte ihn nicht wirklich loslassen. Er hat ihn gut auf dem Bein gehalten. Da war in dem Moment auch nicht mehr drin als der vierte Rang. Ja, aber der Rennverlauf war ähnlich wie von Carlo Paolo am 17.01. Hennessy war ganz hinten im Feld. Dann ist Yannick Mollema nochmal losgefahren, außen herum, dritte, vierte Spur. So gesehen fand ich, war das Laufen sehr gut und Hennessy scheint immer stabiler zu werden. Start in zwei Minuten. Dann ein Pferd, das ich gerne noch für die Dreierwette empfehlen möchte, ist die Startnummer 2 Finchetten TU hier mit Harry Pohls. Ich kann mich erinnern, das Laufen hier am 17.12. fand ich so stark, wo er Vierter war. Ich schreibe immer den Volltreffer für den Renntag. Da suche ich mir immer so ein paar Pferdchen raus, die meiner Meinung nach besser liefen, als man es angenommen hätte im Vorfeld. Und da hatte ich über Finchetten TU auch geschrieben, ich glaube, es dauert nicht mehr lange mit dem Gewinn. Das war ein starkes Laufen. Und tatsächlich zwei Starts später gewinnt er hier für ein Toto von 30,9. Ja, da war ich im Stallbogen, habe das Rennen gesehen. Und eine Person hüpfte dann über das Geläuf. Das ist Trainerin, Besitzerin und Züchterin Katharina Bohnen, die wirklich ihren vollen Erfolg mit Finchetten TU feiern konnte. Hat auch die Spitze gut gehalten gegen Speedway und Karalov. Und wenn dieses Laufen bestätigt werden kann, dann ist hier Finchetten TU auf jeden Fall Kandidat für die Dreierwette. Okay, wir haben jetzt noch eine Minute bis zum Start. Wir gehen jetzt raus. Wir gucken uns das Rennen an und dann hören wir uns danach wieder. Vielen Dank. Ja, viel Spaß beim Preis von Alesson. Der Start erfolgt in einer Minute. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Aus, Start frei. Erstes Rennen am heutigen Mittwoch, der Preis von Alençon, die 8 Teilnehmer auf dem Weg zum Startwagen, die 1 Hennessy, Jan Thijs de Jong, die 2 Finchetten TU mit Harry Pohls, die 3 Heavy Enemy Michael Nimczyk, die 4 Mrs. ZuBG Jan Tiring, Gianni Vidi-Belvi, die 5 mit Ralf Oppoli, die 6 Carlo Paolo, Dieter Brüsten, die 7 Vanita Express mit Jochen Holtschuh und die 8 Klaas Hünd und Marciano Hauber. Wir haben noch 50 Meter bis zur Marke und das Feld ist unterwegs zum Auftaktrennen zum Preis von Alençon und Heavy Enemy nimmt hier gleich die Spitze. Carlo Paolo ebenfalls gut abgekommen in der zweiten Position. An der Innenseite dann Hennessy mit Vanita Express und dann Klaas Hünd außen. So geht es in den ersten Bogen hinein. Heavy Enemy an der Spitze, Carlo Paolo an zweiter Stelle.
Dann versucht innen Hennessy etwas näher heranzugehen. Das gelingt jetzt auch, bezieht die Position jetzt hinter Heavy Enemy. Außen Klaas Hünd, viertes Pferd Vanita Express, dann vor Mrs. Sue BG, dann Finchetten TU, Ganivet de Bellevue am Ende des Feldes. Pferde kommen die gerade herunter mit Heavy Enemy an der Spitze. Carlo Paolo in der Rolle des Begleiters hier in der zweiten Spur. Innen dann Hennessy vor Vanita Express, Klaas Hünd außen, Mrs. Sue BG, Ganivet de Bellevue und dann 3-4 Längen Rückstand bis zu Finchetten TU. Eine Runde noch zurückzulegen und Heavy Enemy weiterhin mit der Führung. Carlo Paolo außen, Hennessy in der dritten Position vor Vanita Express. Außen Klaas Hünd, dann Ganivet de Bellevue, Mrs. Sue BG innen und Finchetten TU im Moment noch ohne direkten Anschluss. 3-4 Längen hinter den vorderen 7 Pferden zurück. Eingangs zur Überseite, Heavy Enemy weiterhin vor Carlo Paolo. Hennessy innen, Klaas Hünd außen, da tut sich nichts im gesamten Feld. 5. Position für Vanita Express, dann Mrs. Sue BG, Ganivet de Bellevue und Finchetten TU. Auf den Weg in Richtung Schlussbogen, Heavy Enemy, Carlo Paolo weiterhin dicht dabei in zweiter Position und auch unverändert in zweiter Spur mit Klaas Hünd außen, Hennessy an der Innenseite. Wir haben noch 500 Meter bis zum Ziel. Immer noch Heavy Enemy vorn vor Carlo Paolo, Klaas Hünd und innen Hennessy. Mit Abstand dann bereits Vanita Express, Ganivet de Bellevue und Mrs. Sue BG. Finchetten TU hat ganz aufgegeben. Zielgerade ist erreicht und Heavy Enemy mit Carlo Paolo weiterhin auf den ersten beiden Plätzen. Klaas Hünd schaltet sich außen jetzt ein. Hennessy an der Innenseite. Heavy Enemy und Carlo Paolo. Dann Klaas Hünd, Heavy Enemy immer noch vorn. Eine Länge vor Carlo Paolo. Klaas Hünd außen. Heavy Enemy hat alles unter Kontrolle an der Spitze. Kommt hier nicht in Gefahr und gewinnt hier Startziel. Dahinter auf dem zweiten Platz Klaas Hünd. Carlo Paolo wurde noch disqualifiziert. Blau kurz vor der Ziellinie und deswegen das dritte Geld an Hennessy. Das vorläufige Ergebnis zum ersten Rennen liegt vor. Sieger ist die 3 Heavy Enemy mit Michael Nimczyk. Zweiter wurde die 8 Klaas Hünd mit Marciano Hauber. Und dritter die 1 Hennessy mit Jan Thijs de Jong. 3-8-1. Vierter Platz für die 7 Vanita Express. Und fünfte wurde die 4 Mrs. Sue BG. Die vorläufige Platzierung lautet 3-8-1-7-4. Die Programmnummer 6 Carlo Paolo wurde kurz vor dem Ziel von der Rennleitung disqualifiziert, blau aus der Wertung genommen. Damit schauen wir schon mal auf das zweite Rennen. Der Preis von Tour wird das sein. Zweites V5-Rennen und auch zweites PMU-Rennen am heutigen Mittwoch. Hier starten alle 9 Pferde. Es gibt keinerlei Änderungen. Thank you.
Willkommen zur Siegerehrung des ersten Rennens. Preis von Alençon. Das Ganze endete mit einem Startzielsieg des fünfjährigen Wallachs Heavy Enemy aus dem Besitz von Karin Walter-Mommert, dem Training von Wolfgang Nimczyk. Aus der Züchtergemeinschaft Abel Vogelgesang hervorgehend und zum Sieg gesteuert wurde der Wallach von Deutschlands Nummer 1, von Michael Nimczyk, der sich somit jetzt in Richtung Winner Circle begibt. Und da erwarten wir normalerweise immer unsere fleißige Sabine, aber die ist leider erkrankt und heute nicht da. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass es hier erfreulicherweise schon wieder etwas besser geht. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle mal ganz herzliche Grüße an Sabine rausschicken, die das Ganze mit Sicherheit zu Hause vom Krankenbett aus vorm Fernseher verfolgen wird. Und deswegen alles Gute weiterhin. Und Marco übernimmt jetzt mit Micha. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Herzlichen Glückwunsch, Micha. Heavy Enemy war für mich im Vorfeld ein bisschen schwer einzuschätzen. Wir können auch gerne eine Runde gehen gegen Carlo Paolo. Aber das war ein toller Sieg. Ja, danke schön erstmal, genau wie du sagst. Die Decke. Heavy Enemy ist sehr laufgewaltig, aber auch nicht so ganz einfach, immer ein bisschen diffizil noch. Aber ich habe gerade zu Katrin gesagt, deswegen bin ich auch zu ihr gefahren. Du musst immer mitkommen, wenn er läuft, das ist so ein bisschen ein Liebling von ihr. Und wenn sie dabei war bisher, dann ging es immer und auf den Reisen kann sie leider nicht immer mit, aber heute war sie dabei und hat wieder geklappt. Ja, bildschönes Pferd, wenn wir jetzt auch so hinter ihr ist, sie hat eine tolle Figur, wirklich Gratulation, tolles Pferd. Ja, danke schön. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir ihn noch ein bisschen ruhiger bekommen und wenn wir seine Nerven im Griff halten können, dann denke ich, hat er noch einiges vor sich. Ja, ich habe Sie gesagt, ist ein Wallach. Zweite Rennen, Kaiser of Newport, habe ich letztens zu dir gesagt, stark besetzt. Und hast du zu mir gesagt, auch ein tolles Pferd. Ja, ist so. Aber letztes Mal muss man sagen, Nick Cipollone, eine super Leistung gezeigt. Heute wieder mit von der Partie. Captain Olaf, George's Joker, Felton Isabel. Also wirklich richtig stark besetzt. Ich glaube, es kommt vieles auf den Rennverlauf an. Ich denke schon, dass er wieder unter den ersten 3 und 4 zu finden sein wird. Er gibt immer sein Bestes und was am Ende wirklich dabei rauskommt, werden wir gleich sehen. Vielen, vielen Dank, Micha. Dann, ich denke, wir werden uns nachher nochmal wiedersehen. Herzliche Gratulation auch an Karin Walter-Mommert, an deinen Papa. Und Ihren herzlichen Applaus bitte für Heavy Enemy und Michael Nimczyk. Und das Ergebnis ist endgültig für das erste Rennen. 3-8-1 lautet es. Sieger also Heavy Enemy mit Michael Nimczyk, die 3. Zweiter die 8, Klaas Hünd mit Marciano Hauber. Und dritter die 1, Hennessy mit Jan Thijs de Jong. 3-8-1. Vierter wurde die 7, Vanita Express. Fünfter die 4, Mrs. Soubigé. Und sechster die 5, Ganivet de Bellevue. Die Siegzeit 1:16:0 für Heavy Enemy, der am Ende leicht gewann nach Meinung des Zielrichters. Die Abstände waren eine Länge, 5 Längen, nochmals 5 Längen, eine Länge und 2 Längen. Quoten fürs erste Rennen haben wir auch. Auf Sieg gibt es 1,90 Euro. Die Plätze zahlen 1,20 Euro, 1,60 Euro und 2,30 Euro. Die Zweierwette 6,30 Euro und die Dreierwette zahlt 20,60 Euro.
Micha, war ein schöner Erfolg von Heavy Enemy. Ja, Startziel, keinen falschen Schritt gemacht. Ja, wieder erwarten, sehr sicher. Wunderbar, da fällt der Kuli. Die Unsicherheiten hatten wir bei Carlo Paolo, wieder erwarten, oder? Ja, mir hat die Traberei, muss ich leider gestehen, ich mag dieses Pferd sehr, sehr ehrlicher Zeitgenosse, mir die Traberei im ersten Bogen schon nicht so gut gefallen. Hab gedacht, er braucht ein bisschen, bis es sich eingelaufen hat. Wurde dann maßgeregelt und disqualifiziert. Ja. Umso sicherer der Auftritt von Heavy Enemy mit Michael Nimczyk. Auch Klaas Hand, hat ja mir gut gefallen. Sicher eingetreten, ruhig. Nach Pause, ja. Sich am Ende noch verbessert. Sicherer zweiter Platz vor Hennessy. Ja, schönes Trabrennen. Finchetten TU hat total ausgespannt, letztmalig gegenüber. Hat mich ein bisschen überrascht, aber vielleicht ist da auch irgendwas im Körper. Bei dem Wetter bleibt es auch nicht aus für die Pferde. Wenn ihr vorstellt, wir haben Temperaturunterschiede von 20 Grad streckenweise. Das ist ein Wahnsinn. Das steckt man ja nicht einfach so weg. Ja, also wie sage ich immer so schön im Stream, Pferde sind auch nur Menschen und da können die Formen auch mal unterschiedlich sein. Über 2000 Meter im Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier muss ja auch einiges richtig laufen, dass man ein gutes Ergebnis erzielt. So ist es. Wir kommen zum zweiten Rennen, zum Preis von Tür, was würdest du sagen? Tour. Zum Preis von Tour. Ich habe es mit dem Holger immer so, wir haben immer fünf Pferde nach der Parade, die eingeblendet werden. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Pferden, die jetzt nicht eingeblendet werden nach der Parade. Mit der Startnummer 1, Jojo Hali. Ich kann zumindest so viel verlauten lassen, dass Jojo Hali ein Pferd ist, der sich rechtsrum um einiges wohler fühlt als linksrum, was der letzte dritte Platz auch bestätigt hat. Ja, das war ein tolles Laufen am 13.3. Überhaupt für mich das zweite Rennen, Preis von Tour, der sportliche Höhepunkt des Tages, die höchste Tagesklasse und alle Pferde haben ja berechtigte Hoffnungen auf eine gute Prämie. Ja, wir reden jetzt gleich über fünf Pferde und die muss man sich raussuchen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass man die ganzen Pferde, alle, die jetzt in dem Rennen laufen, man kann die gar nicht alle nach der Parade besprechen. Also ich würde hier kein Pferd finden, Micha, den ich streichen würde. Deswegen fällt die Auswahl schon sehr schwer, wenn man jetzt vorab bespricht. Also machen wir es chronologisch mit der 1. Jojo Hali. Ja, solange nur das Mikro aussetzt hat und nicht mein Partner, dann kann ich mit leben. Dann machen wir einfach mal weiter mit der Startnummer 2, I am the one who knocks, heute gesteuert von Tim Schwammer. Ja, I am the one who knocks, auch sehr stabil, hat gute Leistungen Niederlanden gezeigt und kommt eigentlich zum Erfolgskurs nach Gelsenkirchen zurück. Wieder mit Tim Schwammer unterwegs, zwei hervorragende Leistungen zuletzt noch mit Tom Kollmann. Sollte auch hier wieder eine gute Rolle spielen und hat auch Jojo Hali zuletzt hinter sich gelassen am 13.3. und tritt hier ohne Eisen an. Das soll auch ein Hinweis wert sein. Dann mache ich mal weiter mit der Startnummer 3, Maas Feines, Jan Thijs de Jong. Ich kann mich da immer wieder nur wiederholen, Jan Thijs de Jong für mich ein absoluter Spitzentrainer, der seinen Pferden nie immer alles abverlangt, der auch schon mal die Hände runternimmt, wo der eine oder andere sagt, ja, da könnte man mal ein bisschen offensiver fahren, aber Jan Thijs de Jong fährt sehr, sehr viel für den Kopf des Pferdes, für die Psyche. Das ist das, was mich so begeistert an Jan Thijs de Jong. Die Pferde sind seit Monaten eigentlich schon immer in Bombenform, laufen immer ins Geld um Maas Feines. Wenn die ein schnelles Rennen kriegt, ich kann mich noch an den zweiten oder dritten Platz hier mit Samantha Stalker erinnern. Da sah zwar die Aktion nicht mehr so schön aus, aber gefühlt ist Samantha Stalker hier im siebener Tempo den Einlauf runtergefahren. Ganz starke Vorstellung. Micha, deine Einschätzung zu Start Nummer 6, Isla. Ja, Isla hat im letzten Jahr über 15.000 Euro Gewinnsumme für die Familie Kuhstreter gebracht. Fährt auch hier mit Besitzer Paul Kuhstreter. Ganz tolles Pferd. Der auch hier gute Chancen hat, in der Wette zu landen. Am 13.3. noch kurz hinter George's Joker qualifiziert, platziert. Und tolles Pferd. Hat gute Chancen. Ich tue mich ja heute aber schwer, hier überhaupt einen Sieger zu finden in diesem Rennen. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Bei Isla möchte ich noch einmal hinzufügen, wenn man sich hier mal die Form vom 4.9. in Berlin-Mariendorf anschaut. Das war das Finale. War das Finale zum Traberderby oder zum Schuttenderby oder war das? Ja, auch ein starkes Laufen. Also die Stute hat sich hervorragend entwickelt. Und was mir bei der Stute gefällt, oft hat man ja auch Pferde, die nehmen ein bisschen Geld auf und können sich dann in der Klasse nicht mehr behaupten. Und dieses Gefühl habe ich bei Isla überhaupt nicht. Nein, die 14-3 am 13.3. hinter Black Pearl und Jordis Joker zeigen, dass Isla weiter eine gute Zukunft haben wird. Ist auch erst vierjährig, wird in diesem Jahr noch weiter
auf Jahrgangsebene agieren können. Und darauf kann sich die Familie Kuhstreter auch freuen. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir nicht mehr ganz so lange bis zur Parade. Wir warten jetzt, bis die Parade losgeht. Vielleicht kommt gleich mal einer runter und kann den Aussetzer beseitigen. Und dann machen wir nach der Parade mit den restlichen 5 Teilnehmern weiter. Achtung für die Fahrer, bitte zur Parade sammeln. Ja, man hört sie kaum, aber sie erklingt tatsächlich, die Parademusik fürs zweite Rennen für den Preis von Tour. Das heißt, die neuen Pferde werden jetzt auf die Bahn gebeten. Zweites PMÜ-Rennen heute und angeführt wird die Parade von I Am The One Who Knocks. Tim Schwarmer mit der Startnummer 2 direkt dahinter. Das ist Isla Paul Kuhstreter mit der 6. Nixil Perron, Rainier Felders, Startnummer 7. Dann die 9 Felten Isabel und Robin Bott. Weiter geht's mit der 3 mit Mass Finest und Jan Thijs de Jong. Startnummer 1 dann Jojo Harley, Frank Westerfeld. Dann die 4 Captain Olaf, Jochen Holzschuh, die 5 dahinter Georgis Joker mit Jan Tiring. Und am Start ist auch noch die 8 Kaiserhof Newport mit Michael Nimczyk. Erst dann wären wir komplett fürs zweite Rennen für den Preis von Tour. Ja, Micha,
wenn man sich mal vorstellt, so ein Pferd wie Georgies Joker, über den sprechen wir gleich, aktuell bei 25,70 Euro steht, der nie was verkehrt macht, dann kann man mal sehen, was wir hier für eine Klasse in dem Feld haben. Wir beginnen einmal mit der aktuellen Seriensiegerin Nyx Hilperon und Rainier Fehlers. Bei Nyx Hilperon habe ich immer mehr das Gefühl, das Pferd wird immer sicherer und das ist auch das, was letztens Rainier mir beim Siegerinterview bestätigt hat. Ja, früher Nyx Hilperon mit einigen Fehlern, aber das ist eigentlich Vergangenheit. Zuletzt drei Siege, einer besser als der andere. Zuletzt 14-6, neuen Rekord aufgestellt. Also Nyx Hilperon ist in Topform. Auf jeden Fall Siegkandidat, hat auch zuletzt Kaiser of Newport hinter sich gelassen. Und trotz der Favoritenrolle muss Michael Nimczyk Nyx Hilperon mit Rainier Fehlers erstmal schlagen. Ja, da kommen wir dann auch zu Kaiser of Newport. Da ist er, das ist ja, guck mal, da ist Nyx Hilperon gerade Michael dran vorbeigefallen. Vielleicht können wir den einmal einfangen. Vielen Dank, Kaiser of Newport. Bildschönes Pferd. Man muss sagen, die Pferde sind alle aus wie geleckt aus dem Stall Nimczyk. Das ist unfassbar. Ja, Michael hat schon Start selber gesagt. Start in 4 Minuten. Läuft immer starke Rennen. Ich weiß nicht, wie die Startnummer 8. Ich meine, er hatte letztens auch Startnummer 8, als ich jetzt weiter war. Aber ich will es nicht beschwören. Pferd kann gut anfangen. Michael ist in bestechender Form. Ich denke, das könnte der Gegner für Nyx Hilperon sein. Ja, es gibt mehr als einen Gegner. Es gibt hier 8 Gegner. Also für mich hat jedes Pferd hier Siegchancen. Das eine Pferd mehr als das andere. Die beiden anderen sind die Siegchancen immer kleiner. Aber auch die Pferde aus dem Stall Holzschuh haben Chancen. Aber Kaiser of Newport hier im Bild sieht toll aus. 23-10 der Kurs. Der Favorit hier. Dann haben wir im Bild die Startnummer 9, Felten Isabel mit Robin Bott. Felten Isabel, ein bärenstarker Erfolg zuletzt am Bärenkampf in 17-7 gegen Felten Revenge und Eisbär Newport. Das war ein ganz, ganz starkes Laufen. Heute fährt Robin Bott, zuletzt Juni Numi gefahren. Felten Isabel kann so eine Aufgabe durchaus gewinnen, hat hier auch in Gelsenkirchen schon das ein oder andere Rennen gewinnen können. Ich meine auch im letzten Jahr einmal mit Susanne Koch, die sich tierisch gefreut hat. War eine tolle Leistung. Deine Einschätzung einmal zur Startnummer 5, Georgies Joker. Ja, Georgies Joker, der Dauerläufer aus dem Stall von dem Besitz von Gregor Baumeister. Im letzten Jahr 17 Starts, in diesem Jahr schon wieder 7. Ist eigentlich immer im Geld. Ich warte immer darauf, dass Georgies Joker langsam eine rückläufige Form entwickelt. Aber das kommt nicht. Zuletzt 2. Platz, nur geschlagen wegen Hilfen der Gegner. Das wurde auch belangt, entsprechend von der Rennleitung. Und Jan Start Thiering heute mit Georgies Joker unterwegs. Und Jan Thiering ist für mich wirklich Formfahrer. Zuletzt tolle Leistung, unter anderem mit Speedway. Hat nicht immer die Seriensieger zur Hand. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf die Fahrt von Georgies Joker mit Jan Thiering, die Startnummer 5. Ja, und abschließend müssen wir noch die Startnummer 4, Captain Olaf, die zweite Waffe aus dem Stall Holzschuh erwähnen. Gesteuert von Jochen Holzschuh selber. Weiß ich nicht, ob das was aussagt über die Fahrership, welches Pferd er stärker einschätzt. Ich denke, das werden die Besitzer untereinander ausgemacht haben. Captain Olaf, jetzt sein zweiter Start nach der Pause. Der erste Start in Gelsenkirchen war gut. Und wir wissen, der zweite Start ist meistens besser als der erste, denn dann sind die Pferde gefördert. Ja, du musst über Captain Olaf sprechen, ich darf über Captain Olaf sprechen. Sieger des Newcomer Cups in Berlin-Mariendorf am Bridas Crown Wochenende war das. Sieg gegen Kevin Parzell und Patron Viking. Großer Jubel in der Ecke von Toni Bückerne, das war das Derby-Wochenende, Entschuldigung. Und hat ein Päuschen gehabt vom 21.10. bis 13.03. und wurde auch zurückhaltend genug zuletzt eingesetzt, dass man sich hier eigentlich eine Formsteigerung im Hause Böker erhoffen kann. Ich denke, dass Captain Olaf hier auf jeden Fall um Sieg mitmischen wird. Der Kurs 126-10 ist sehr attraktiv. Ja, für eine Seriensiegerin wie Nyx Hilperon, Startnummer 7, aktuell 3 Euro. Auf dem Kopf, Startnummer 8, 3,10 Euro, Startnummer 9, 3,20 Euro. 2 Minuten. Ja, und dann kommt schon Captain Olaf Start mit 12,80 Euro. Minuten. Mit 12,80 Euro. Wir haben jetzt alle Pferde besprochen, Micha. Dann würde ich sagen, ich gehe raus. Du kannst gerne mitkommen, würde mich sehr freuen. Und du willst noch was sagen? Ja, ich freue mich jetzt ganz besonders auf den Kommentar von Dirk Paczynski. Also normalerweise, wenn ich nicht auf der Bahn bin, genieße ich einfach die Übertragung. Und der Live-Kommentar von Dirk Paczynski ist immer was ganz Besonderes und was ich mit sehr großem Genuss genieße.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Danke, Dirk, dass du da bist, dass du deinen Job so grandios machst. Und wir gehen jetzt raus. Ja, vielen Dank euch beiden für diese warmen Worte. Und wir sind jetzt eine gute Minute vorm Start entfernt. Letzte Minute wird in wenigen Sekunden eingeläutet. Der Start erfolgt in einer Minute. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Der Start ist frei für unser zweites Rennen für den Preis von Tour. Jojo Harley, Frank Westerfeld ganz innen hinter dem Startwagen mit der Programmnummer 1. Die 2 I Am The One Who Knocks, Tim Schwarmer. Die 3 Mass Finest, Jan Thijs de Jong. Die 4 Captain Olaf mit Jochen Holzschuh. Die 5 Georgies Joker, Jan Tiring. Die 6 Isla, Paul Kuhstreter. Die 7 Nixil Perron mit Reinier Felders. Die 8 Kaiserhof Newport, Michael Nimczyk. Und aus der zweiten Reihe startet die 9 Felten Isabel mit Robin Bott. Meter jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Preis von Tour. Georgies Joker hier mit dem besten Start. An der Innenseite Mass Finest Plot abgekommen, ganz aus dem Kaiserhof Newport. Auch schon vorne mit dabei in der Spitzengruppe und auch Isla fand hier schnell auf die Beine. Kaiserhof Newport aber setzt sich durch, übernimmt die Führung. Mass Finest nach einer Galoppade ist raus. Zweites Pferd Georgies Joker, Isla dann in der dritten Position. Kleine Lücke dann von 3-4 Längen zu Jojo Harley innen. Daneben dann Captain Olaf, ganz außen Nick Silperon in der dritten Spur. 12-6 die erste Zwischenzeit. Kaiserhof Newport, Isla außen, macht hier weiter Druck, will vorbei, kommt vorbei und übernimmt Mitte der Geraden die Spitze. Kaiserhof Newport, zweites Pferd. Innen dann Georgies Joker an dritter Position zu sehen mit Jojo Harley innen, Nixil Perron außen mit Captain Olaf im Rücken. Vorletzter ist I Am The One Who Knocks und Schlusslicht Felten Isabel. Eine Runde noch zurückzulegen, Isla vorn. Eingangs des Hesslerbogens, Isla an der Spitze vor Kaiserhof Newport und Georgies Joker, Nixil Perron in der Außenspur unterwegs. Dahinter hat Captain Olaf Platz genommen. An der Innenseite bleibt Jojo Harley dabei. 18-4 der zweite Abschnitt. Erwartungsgemäß etwas ruhiger geworden, diese zweite Passage des Rennens. Isla weiterhin vorn vor Kaiserhof Newport. Nixil Perron außen, Georgies Joker innen. Dann Jojo Harley, Captain Olaf, I Am The One Who Knocks, Felten Isabel. Alles rückt etwas dichter zusammen, wenngleich Isla weiterhin die alleinige Führung für sich beanspruchen kann. Kaiserhof Newport dahinter an der Innenseite. Nixil Perron beginnt außen etwas weiter aufzurücken. Dahinter dann innen Georgies Joker und außen Captain Olaf mit Felten Isabel, die jetzt vom Schluss des Feldes zügig eingesetzt wird und außen rapide Boden gut machen kann. 15-4 war die nächste Zwischenzeit und eingangs zur Zielgeraden. Isla jetzt etwas unter Druck, denn Nixil Perron ist da und auch Felten Isabel ist zur Stelle. Nixil Perron geht jetzt erstmal vorbei an Isla, dahinter Kaiserhof Newport an der Innenkante, ein bisschen unglücklich im Moment. Und außen Felten Isabel, I Am The One Who Knocks wird gebracht, vorne Nixil
Perron und Felten Isabel, dann I am the one who knocks, so geht's über die Linie. Nixel Perron gewinnt, Felten Isabel auf dem zweiten Platz, dann I am the one who knocks und Captain Olaf auf den weiteren Plätzen, 14-2, der letzte Abschnitt. Das vorläufige Ergebnis zum zweiten Rennen. Siegerin ist die 7 Nixel Perron mit Rainier Fehlders. Zweiter wurde die 9 Felten Isabel mit Robin Bott und dritter die 2 I am the one who knocks mit Tim Schwarmer. 7-9-2. Vierter die 4 Captain Olaf und fünfter die 5 Georgie's Joker. Vorläufig also 7-9-2-4-5. Und das siegreiche Duo bereits auf dem Weg in Richtung Winner Circle. Die 5-jährige Prodigious-Tochter Nixel Perron hatte offenbar mindestens genauso viel Spaß gefunden wie Trainer und Siegfahrer Rainier Fehlders, sich im Winner Circle Blumen und Glückwünsche überreichen, respektive übermitteln zu lassen, denn das war bereits der 4. Sieg in Folge und alle 4 Treffer in diesem Jahr hier auf dem Gelsenkirchener Rechtskurs. Besitzer Josef Heros und Trainer, wie eben schon erwähnt, der Fahrer. Rainier Fehlders, wir gratulieren. Gratuliere, danke dir. Einmal lächeln. Heubägelchen. Hat die Linse davon. Ja, einmal lächeln, Rainier, du lächelst immer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. War super. Ja, super ist gar kein Ausdruck. Das Pferd, da haben wir letztens schon drüber gesprochen, die wird immer fester. Und du kannst mittlerweile auch so ein bisschen im Rennen fahren und ein bisschen schalten und walten, wie du es möchtest, nicht wie sie es möchte. Ja, und ich kriege da natürlich alles nicht ideal, aber sie geht immer weiter. Sie hat heute wirklich verdient gewonnen. Sie hat es einfach selbst gemacht. Ja, tolles Pferd. Jetzt hat sie 4-mal hintereinander gewonnen. Habt ihr denn auch mal eine höhere Aufgabe jetzt rausgesucht oder sagst du, solange die so weiterläuft, starte ich die einfach so in den Rennen hier weiter? Ja, wir gucken jetzt erstmal weiter. Wir haben sowohl in der Amateurmeisterschaft genannt, in Berlin. Vielleicht ist das eine schöne Aufgabe. Silvi kommt auch gut mit ihr klar und mal gucken. Silvi kommt ja eigentlich mit jedem Pferd klar. Tja, das stimmt schon. Das stimmt. Und da kommen wir zum nächsten Pferd. Im 4. Rennen läuft Amaxa. Heute darfst du mal wieder an die Leine. Ja, ich hätte lieber einen Amateurfahren gehabt, aber das war nicht vorhanden. Ist natürlich heute sehr schwer. Sie ist gut in Form, aber ich glaube, ein Sieg ist heute nicht möglich. Aber eine gute Platzierung schätze ich schon. Also da wäre ich schon ganz zufrieden. Alles klar. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Rainier, für den tollen Erfolg. 4. Erfolg hintereinander. Ihren herzlichen Applaus bitte für Nixel Perron und Rainier Fehlders. Thank you.
bevor wir weiter zu unserer Expertenrunde gehen, kurzer Blick aufs dritte Rennen. Der Preis von Laval, drittes Rennen der heutigen V5-Wette auch. Es starten alle 10 Pferde. Bei der 5 Mickey Road handelt es sich um einen 6-jährigen Wallach. Und alles weitere zu den Chancen jetzt von Marco und Michael. Ja, danke, Dirk. Wir machen uns jetzt auf den Weg in unser Büro, Micha. Und dann schauen wir uns das dritte Rennen an. Endgültiges Ergebnis fürs zweite Rennen habe ich schnell noch, bevor es zu Marco und Michael geht. Also 7-9-2, der Einlauf ist endgültig. Siegerin ist die 7 Nixil Perron mit Rainier Felders. Vor der 9 Felten Isabelle und Robin Bott. Dritter wurde die 2 I Am The One Who Knocks mit Tim Schwarma. 7-9-2, vierter dann die 4 Captain Olaf. Fünfter die 5 Georgie's Joker und sechste die 6 Isla. Siegzeit lag bei 1-15-2. Von Nixil Perron, die am Ende leicht gewann mit 1,5 Längen. Die weiteren Abstände waren 4 Längen, 2 Längen, 1 Länge und 1 Hals. Quoten dazu auch gleich. Sieg 3,60 Euro. Die Plätze zahlen 1,40 Euro, 1,80 Euro, 2,20 Euro. Die Quote der Zweierwette lautet 12,40 Euro und die der Dreierwette 104,90 Euro. So, da sind wir zurück. Jetzt, da kann man mal sehen, wie stark dieses Rennen besetzt war für eine Seriensiegerin. 3,60 Euro auf Sieg, das ist ein Klotz. Ja, Nixil Perron war noch stärker als zuletzt. Außen herum kein idealer Rennverlauf, aber der Sieg war hoch überlegen. Tolles Pferd, tolle Fahrt von Rainier Felders mit Nixil Perron. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich habe meine Brille draußen auf dem Tisch liegen lassen. Ich muss mich jetzt so ein bisschen behelfen, Micha. Dann fangen wir an mit der Startnummer 2, Gerona aus der tollen Stute Sentimentale, auch damals aus dem Besitz von Rita Drees. Gerona, zuletzt fehlerhaft, der Start davor hat mir auch nicht so gut gefallen. Ich glaube, der ist da auch gesprungen, davor allerdings recht ordentliche Leistungen. Ja, da hat Eckhard Drees, war dreimal hintereinander in der Wette hier in Gelsenkirchen, 17.01. am Neujahrstag und 17.12. Dabei ist sogar ein zweiter Platz herausgesprungen. Ja, warum soll es heute mit Girona nicht wieder gelingen? Hier sind einige Gegner, die man hinter sich halten könnte, wobei Girona natürlich eher Außenseiter ist, die Quote auch sehr hoch. 202 für einen im Siegfalle von Girona, die Startnummer 2, die Fahrt von Eckhard Drees. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 5, Mickey Roth. Den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, ich gebe die Informationen gern weiter. Ist mittlerweile kein Hengst mehr, er ist jetzt ein Wallach. Ich weiß, Mickey Roth ist nicht immer ganz so einfach zu steuern. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen mit Kilian Pölz. Er hat schon seinen eigenen Kopf, mal gucken, ob er ruhiger wird. Ja, kurze Schweigeminute für diese Nachricht. ja, auch schön, dass hier Familie Pölz anreist mit Mickey Roth, Kilian Pölz hier am Start. Zuletzt der dritte Platz, der war doch gar nicht so übel gegen D'Angelo for Children und Kuni war. 18.6. Zeit. Und da kommt die Brille von Marco und der guckt ganz glücklich. Und auch hier kann Mickey Roth durchaus in eine Wette landen. In Frankreich wird ja noch die Multiwette angeboten. Ich denke, dass Mickey Roth hier auf in solchen Kombinationen nicht fehlen sollte. Vielen Dank an die nette Dame, die mir gerade die Brille gebracht hat. Jetzt sehe ich wieder was. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 6, Robert Streamline. Heute gesteuert wieder von Ralf Oppoli. Robert Streamline zeigt hin und wieder kleine Ansätze. Ein zweiter Platz in Mönchengladbach, da wäre er Dritter gewesen, da wurde der Zweite disqualifiziert. In die Dreierwette zu laufen, glaube ich, wird ein bisschen schwierig werden.
Ja, aber in Frankreich werden ja Multiwetten angeboten, wo man herausfinden muss, wer unter die ersten vier kommt. Das hat Robert Strienmann zum Beispiel gezeigt am 13.02. hinter Expressive Diamant, Heroes Digipro und Viper. Ja, tolles Pferd, was hier Nadine Kotzika hat. Natürlich kein Favorit in erster Linie, aber hier für die Kombination nicht ganz undenkbar. Ja, und ein Buch mit 7 Siegeln ist ganz klar. Die Startnummer 8, die Dolly Joer mit Mario van Deuerwert, steht aktuell bei 14,60 €. Das Pferd kann unwahrscheinlich viel laufen. Der Probelauf war gut, aber davor die Platzierungen, das Rot, unplatziert. Ich kann dieses Pferd überhaupt nicht einschätzen. Ja, die Rotformen aus Wolwega, Frankreich und Gelsenkirchen sind vom letzten Sommer. In der Zeit ist viel passiert. Und ich denke, dass Mario van Deuerwert mit Idol Hulier weiter trainiert hat. Im Probelauf war man gegen viel bessere Konkurrenz. Khalid, Saltimore und so weiter sind dort gelaufen, unterwegs. Die Trab-Aktion war aus meiner Sicht nicht immer ganz sicher, aber sie genügte für eine 17-8. Und ich denke, mit so einer Zeit sollte Idol de Huyer hier ganz vorne sein. Momentan der Kurs 149-10 für Idol de Huyer vom Stall Drenn-Steinfurt. Dann bleibt uns noch übrig die Startnummer 10, Secret Lobel, gesteuert von Hans Weingart. Ja, Parade, ich glaube, für Secret Lobel wird es in dieser Prüfung... Noch 3 Minuten bis zur Parade. Wird es in dieser Prüfung um die Antrittsprämie gehen, vielleicht ums 8. Geld, aber mehr kann ich hier für Secret Lobel leider aktuell nicht entdecken. Michael, kurze Frage an dich mit deinem Draba TV. Wie lange machst du das jetzt, ungefähr ein Jahr oder anderthalb? Wie viel merkst du für dich, dass die Zuschauer mehr werden? Also wir haben teilweise bis über 100 Live-Zuschauer gehabt und das Wichtige bei Traber TV ist ja, dass man sich als Zuschauer live beteiligen kann durch Fragen. Also du kannst als Zuschauer wirklich Einfluss auf den Verlauf der Sendung machen und ich denke, das ist wichtig momentan und das ist auch entsprechender eine Wertschätzung der Zuschauerschaft. Also kannst ja mal raten, wer noch Rekordhalter war mit den meisten Zugriffen. Ja, du hattest ja schon einige da, da war Christoph Pelander, der wäre wahrscheinlich, Michael Nimczyk hattest du einmal am Rohr, das ist, finde ich, daran erkennt man auch wieder, und das ist das, man merkt das auch bei den Siegerinterviews, Michael. Parade in 2 Minuten. Michael ist einer, der sehr, sehr viel um Ohren hat, aber der immer ein offenes Ohr hat und der tolle Interviews führt, mit dem man immer, da hast du einen tollen Gesprächspartner und dass er, obwohl er wirklich nicht viel Zeit hat, sich für sowas immer engagiert. Und wir waren bei der Frage, wer die meisten Zugriffszahlen hatte. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich fast sagen, Michael Nimczyk. Ja, der Michael Nimczyk war auf jeden Fall in der Dreierwette, aber ganz vorne war Günther Lühring, also der wirklich Olle Kamellen erzählt hat von damals und das war ein ganz tolles Interview. Und das Schöne ist im Trabrennsport, die Leute erzählen nicht irgendwelche auswendig gelehrten Schachtelsätze, die der Medienberater dir erzählt hat, sondern sie erzählen das, was ihnen auf der Zunge liegt. Und das macht den Zuschauern sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, wenn ich einen Medienberater hätte, ich müsste die immer wieder wechseln, die würden alle flüchten, weil ich mache eigentlich nie das, was ich machen soll. Wer belegt denn den Ehrenplatz? Da bist du tatsächlich. Da hatten wir eine Vorschau gemacht und da hatten wir auch rechte gute Zugriffszahlen. Wurde es aber überholt vor kurzem von Jochen Holtschuh, der damals kurz entschlossen nach einem Renntag in Mönchengladbach Rede und Antwort stand. Und da waren die Zuschauerzahlen wegen der Aktualität auch sehr hoch. Ja, auch Jochen, absoluter Sportsmann, sehr sympathisch. Kenne Jochen auch schon sehr lange. Jochen, ja, hab mich überholt. Da bin ich jetzt quasi auf Platz 4, was auch nicht so tragisch ist. Ja, du bist noch in der Quinte auf jeden Fall. Du bist in der Wette und wir können ja auch mal wieder eine Sendung machen und vielleicht kannst du dann uns mehr von deiner Romanze erzählen. Aber das machen wir dann vorm 5. Rennen nochmal. Dann werde ich dich ein bisschen interviewen, denke ich mal. Aber wir sind hier noch im 3. Rennen. Wir sollten auf jeden Fall darauf hinweisen, wir haben 10 Pferde, das heißt, Achtung, wir sind für offen Fahrer, für einige Wetten. Bitte zur Parade, die Rennen werden ja auch nicht nur in Deutschland übertragen, sondern auch in Frankreich zum Beispiel. Genau, die Rennen werden auch in Frankreich übertragen. Es sind dann sogenannte PMU-Rennen, die etwas höher dotiert sind. Tolle Sache, jetzt läuft die Musik, das heißt, die Pferde werden gleich die Bahn betreten. Die Stars kommen aufs Geläuf, die schauen wir uns an und dann reden wir über die verbleibenden Pferde.
und wir tanzen. Ja, wieder ohne Begleitmusik, die Parade zum dritten Rennen zum Preis von Laval. Die Pferde sind allerdings trotzdem auf der Bahn, erfreulicherweise. Mon Ami Hardy 3 mit Tim Schwarmer führen die Parade an. Dahinter die 4 Isis Reglis mit Jochen Holzschuh. Weiter geht's mit der 2 Gerona Eckart Drees. Die 5 Mickey Road Kilian Puls. Startnummer 9 folgt Isakaya mit Jan Thijs de Jong. Dann kommt die 10 Secret Lobel Hans Weingart. Startnummer 7 Clarissa Felten mit Robin Bott. Innen die 1, Lotus Kimberly, Michael Nimczyk, der die Besitzerfarben trägt. Deswegen werden Sie den möglicherweise nicht erkannt haben sofort, aber er ist es tatsächlich. Lotus Kimberly, Michael Nimczyk die 1. Robert Streamline dann die 6 mit Ralf Oppoli. Und am Ende der Parade dann noch die Startnummer 8, Idole du Joyer mit Mario van Doyewert. 10 Pferde im dritten Rennen im Preis von Laval. Start in 4 Minuten. Start in 4 Minuten. Start in 4 Minuten. Das heißt, wir werden uns jetzt die restlichen 5 Teilnehmer anschauen. Beginnend mit der Startnummer 7, Clarissa Felten und Robin Bott. Zuletzt netter dritter Platz in 16 in Wolwega. Ja, das war aus meiner Sicht nicht nur nett, sondern sehr gut. Hinter Felina Burgerheide und XY Diamant mit Nils Jongejans gut auf Platz 3 durchgezogen. 16,5er Zeit. Das war am 28.01. Und wenn Clarissa Felten noch weiter gesteigert ist, können sie hier eine ganz, ganz große Rolle spielen. Rotform haben wir ja auch stehen, Emmelord und Wolwega. Ja, sodass der erste Auftritt hier in Gelsenkirchen, glaube ich, für Clarissa Felten. Ja, kann sehr gut sein, muss aber nicht. Was meinst du? Ich habe in der Zeitung tatsächlich Clarissa Felten an 1 getippt. Das war nicht ganz so einfach hier. Ich habe natürlich auch unwahrscheinlich Bock. Hier ist gerade DJ Kokos am Kopf von Mon Ami H. Vielen Dank, Herr Kokos, fürs Draufmachen des Checks. Mon Ami H habe ich hier einmal gesehen, vor gut 3-4 Wochen in der Arbeit, hat recht gut gearbeitet, hat auch davor ordentliche Form gezeigt, zuletzt in Dienstlagen, glaube ich, war es nicht hundertprozentig in Ordnung. Jetzt ist sie natürlich auch ein großes, bulliges Pferd, ob sie da um die Bögen gekommen wäre, ist eine andere Frage.
Aber ich glaube, Mona Miha ist hier. Start in 3 Minuten. Als Siegerin denkbar. Wer mir natürlich und auch aktuell am Toto favorisiert ist, extrem gut gefallen hat beim letzten Auftritt, war die Startnummer 1 Lotus Kimberly, heute vom Goldhelm gesteuert. Steht aktuell bei 1,70 Euro. Der dritte Platz war gut. Die letzten paar hundert Meter in Berlin-Mariendorf war zügig und sie hat noch ein bisschen Boden gut gemacht. Ja, hinter 2 hervorragenden Gegner, Dominic Jett in Extremis, den sehen wir später noch, gut eingelaufen auf einen guten, sicheren dritten Platz mit Tim Schwammer, 16-4, das ist auf jeden Fall eine Hausmarke und gerade mit dem Goldhelm sollte das Pferd Lotus Kimberly hier eine gute Rolle spielen. Ja, und steht auf 17-10, das ist anderen Leuten nicht ganz entgangen. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 4, Isis Reglis und Jochen Holtschuh. Ich weiß von Jochen, Pferd kann eine Menge laufen, ist aber nicht ganz so einfach zu steuern. Ja, einmal umplatziert am 5.3. in diesem Jahr mit Jochen Holtschuh, das Ganze in München-Gladbach. In Gelsenkirchen durchaus im Geld mit dem Platz 4 und Platz 5, hier am 13.2. und 13.3. In einer kleineren 19er Zeit. Ich denke, es könnte auch zu einer 18er Zeit reichen, hier heute im Preis von Laval. Für ganz vorne wird, denke ich, wird es für Isis Reglis schwer, aber für die alle Kombinationen für Dreierwetten sollte man Isis Reglis auf jeden Fall berücksichtigen. Dann bleibt noch übrig, über die Startnummer 9 Isakaya und Jan Thijs de Jong zu sprechen. Für Isakaya gilt eigentlich dasselbe. Ein Sieg halte ich für fast ausgeschlossen, sagt auch der Toto, aus 70 Euro. 70 für die Startnummer 9, Isakaya. Pferd läuft hin und wieder brav ins Geld, holt sich den dritten, vierten Rang, aber für mehr reicht es nicht. Und ich glaube, auch bei Isakaya gilt, auf den Beinen bleiben. Und dann ist eventuell ein dritter, vierter, vielleicht fünfter Platz dabei. Ja, Isakaya wird zumindest stabiler. Zuletzt zweimal gut im Geld, ein dritter Platz in München-Gladbach. 5.3., der vierte Platz danach in Gelsenkirchen am 13.3. Zuvor gab es viele Rotformen auch am Start, aber Isakaya ist erst 4-jährig und kann sich durchaus noch steigern und festigen. Heute ist eine gute Gelegenheit. Ich denke mal, dass Isakaya ruhig eintreten wird mit der Startnummer 9 aus der zweiten Reihe und am Ende noch einige Gegner einsammeln wird. Auch für die Kombination, für die Dreierwetten und Multiwetten in Frankreich sollte man Isakaya auf keinen Fall auslassen. Vielen Dank, Micha. Der Start erfolgt ja in einer guten Minute. Ich freue mich auf das dritte Rennen, den Preis von Laval. Der Start erfolgt in einer Minute. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Grün aus, Start frei. Start ist frei, drittes Rennen, der Preis von Laval, die 10 Pferde auf dem Weg zum Startauto. Lotus Kimberly ganz innen mit der Startnummer 1, Michael Nimczyk. Daneben die 2 Gerona mit Eckhard Drees, die 3 Monamiha, Tim Schwammer. Die 4 Isis Reglis und Jochen Holtschuh, die 5 Mickey Road, Kilian Pools, die 6 Robert Streamline, Ralf Oppoli. Die 7 Clarissa Felten mit Robin Bott, die 8 Idol de Joyer, Mario von Doyewert. Und aus der zweiten Reihe starten die 9 Isakaya mit Jan Thijs de Jong und die 10 Secret Lobel mit Hans Weingart.
40 Meter sind es jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Preis von Laval. Unsere dritte Prüfung am heutigen Mittwoch. Den besten Start hat hier Isis Reglis gehabt, die sich hier gleich deutlich vor Gerona an die Spitze setzen kann. Mickey Road außen setzt nach, übernimmt jetzt zunächst mal die zweite Position. Auch Monami H. in der Spitzengruppe mit dabei, derzeit an vierter Stelle. Ganz außen Clarissa Felten sucht im Moment noch eine Position, muss da derzeit durch die dritte Spur. Robert Streamline dann vor Lotus Kimberly, außen Idol de Joyer. Und am Ende des Feldes derzeit Isakaya und Secret Lobel. 16:05 die erste Zwischenzeit. Isis Reglis weiterhin an der Spitze. Isis Reglis führt innen Gerona, in zweiter Spur Mickey Road, in dritter Clarissa Felten weiter unterwegs und jetzt auch mit Ambitionen hier ganz nach vorne zu kommen. Übernimmt jetzt in Höhe der ersten Zieldurchfahrt die Spitze. Neue Reihenfolge, jetzt führt Clarissa Felten vor Isis Reglis und Gerona. Das sind die ersten drei Pferde an der Innenseite. Zweite Spur angeführt jetzt von Mickey Road. Dahinter liegt dann Monami H. in fünfter Position. Robert Streamline ist sechster. Ganz hart innen, Secret Lobel, siebtes Pferd. Daneben dann Lotus Kimberly, ganz außen Idol de Joyer, Isakaya. 17:07 die zweite Zwischenzeit. Eine Runde ist gleich zurückgelegt und Clarissa Felten führt. Außen daneben jetzt Mickey Road, fast gleichgezogen. Clarissa Felten innen, Mickey Road außen, dann Isis Reglis, Monami H. in der vierten Position. Gerona innen fünfte, daneben Robert Streamline sechster. Fehler von Idol de Joyer, springt sich da aus der Position zumindest heraus, ist jetzt deutlich zurück, Schlusslicht. Auf den Weg in den letzten Bogen, immer noch die Führung für Clarissa Felten. Fehler jetzt von Mickey Road, springt da ebenfalls an. Außen jetzt Monami, ja, zweites Pferd. Von ganz hinten versucht es Lotus Kimberly, davor noch Robert Streamline. Eingangs mit Zielgeraden das Feld, 19:05 war die dritte Zwischenzeit. Clarissa Felten vorn, dahinter liegt Isis Reglis fest. Außen daneben Monami H, Robert Streamline und ganz außen noch Lotus Kimberly jetzt in der Entscheidung mit dabei. Noch nichts entschieden, Clarissa Felten mit Monami H, Robert Streamline und ganz außen Lotus Kimberly, die schnell wird. Robert Streamline allerdings auch dabei. Lotus Kimberly mit Robert Streamline hier. Fehler von Monami H, Lotus Kimberly und Robert Streamline. Robert Streamline oder Lotus Kimberly, da war es knapp bis zum letzten Meter. Clarissa Felten in jedem Fall auf Rang 3, dann Isis Reglis, Gerona und Isakaya auf den weiteren Plätzen. 15:09 die letzte Zwischenzeit. Das vorläufige Ergebnis liegt vor für das dritte Rennen. Es siegte die Programmnummer 1, Lotus Kimberly mit Michael Nimczyk. Zweiter wurde die 6, Robert Streamline mit Ralf Oppoli. Und dritter die 7, Clarissa Felten mit Robin Bott. 1, 6, 7. Vierter dann die 4, Isis Reglis. Und fünfter die 2, Gerona. Die vorläufige Platzierung lautet also 1, 6, 7, 4 und 2 fürs dritte Rennen.
Zielfoto ist drauf und da sehen wir den knappen, aber doch erkennbaren Vorteil von Lotus Kimberly und Michael Nimczyk, der hier also wie schon am vergangenen Donnerstag in Gelsen in Dienstlaken seine Fahrten als Catchdriver allesamt verwandelt. Das hat er am Donnerstag zweimal getan und auch heute hier ist er diesmal für fremde Farben in den Sulky gestiegen. Für Trainer DJ Cockes nämlich und für den Besitzer der Stall Consultancy Solutions. Aber das wird dem Champion egal sein. Er freut sich mit Sicherheit auch über diesen Erfolg. Züchter ist Josef Weidkamp und Interviewpartner ist Marco Schindler. Herzlichen Glückwunsch, Micha, zum Tagessieg Nummer 2. Ich habe jetzt gerade geguckt, ich wusste, der Michael löse Besitzerfahrmann. Dankeschön. Ja, ist ungewohnt natürlich. Die Stute hat mir schon hervorragend in Berlin gefallen. In der schnellen Endphase, habe ich schon im Vorfeld gesagt, hat sie noch Meter und Meter Boden gut gemacht. Frank sagt gerade zu mir, ist unfassbar, was er Michael veranstaltet. Das Pferd ist gut gelaufen. Sie hat den Bärenanteil dran und sie war wirklich stark. Im letzten Bogen war es nochmal so ein klein bisschen eng, wo Micky Roth sprang. Da musste man noch eine Spur ausweichen nach außen. Aber umso länger der Weg wurde, umso mehr hat sie gekämpft und genau auf der Linie waren wir da. Ja, Frank ist absolut glücklich. Ich freue mich auch. Frank, sehr sympathischer Besitzer. Man merkt auch, du kannst dich, das ist ja, glaube ich, auch eine Kunst, sich auf Pferde einzustellen, die man nicht regelmäßig im Training fährt. Die wirst du noch nie gefahren haben. Nee, selbst den Heat hat der Trainer DJ Cockes selber gefahren. Aber ich hatte beim Aufkentern ein gutes Gefühl, habe mir das letzte Rennen angeguckt und habe dann noch ein paar Instruktionen vorher bekommen. Und ja, dann bleibt man beim Pferd, versucht auf das Pferd einzugehen und ja, hat gut geklappt. Hat sehr gut geklappt. Micha, du sagst gerade, letzte Rennen, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Rennen. Was mich natürlich besonders interessiert, ist In Extremis. Ja, sie hat letztes Mal sehr gut gelaufen, gegen wirklich ein ganz tolles Pferd verloren. Aber lief beim ersten Start sofort 16-0. Hier hat sie in die Quali in 18 ganz leicht gemacht. Übrigens in der gleichen Quali mit ihr. Und wir kamen Kopf ins Ziel. Also ich glaube, beides tolle Pferde. Und In Extremis hat der Start auch nochmal gefördert, genau wie sie jetzt. Und sie wird eine gute Leistung zeigen. Sie ist startschnell. Ich werde nach vorne fahren und gucken, was passiert. Das ist, ich schreibe immer wieder in der Zeitung, wenn ein Pferd nach einer Pause gelaufen ist, beim zweiten Start wird das Pferd gefördert an den Ablauf kommen. Es ist schon so, dass die Pferde sich dann nochmal eine extra Portion Luft holen, Michael, oder? Wirklich. Deswegen machen wir auch extrem gerne auch Probeläufe vorher nochmal, wenn sie keine Qualifikation in dem Sinne mehr brauchen, um die Pferde einfach nochmal zu fördern, um die einen Schritt weiterzubringen, weil im Training fährt man nicht so hart zu Hause und so können sie sich ein bisschen einmal durchpusten, ein bisschen ans Rennen gewöhnen, ohne dass man sie voll ausfahren muss, weil alle Rennen heutzutage sind hart genug und man muss jedes Rennen 100% geben, jedes Pferd, und deswegen ist manchmal so ein Probelauf oder eine Qualifikation einfach zur Förderung der Pferde ganz gut. Vielen Dank für deine Zeit und für die netten Worte. Nochmal herzlichen Glückwunsch und bitte Ihren herzlichen Applaus für Michael Nimczyk, Lotus Kimberly und natürlich auch Frank Hasö, den Besitzer, der sich tierisch freut. Und wir wollen natürlich auch DJ Cockes nicht vergessen, weil sonst redet er nicht mehr mit mir. Das endgültige Ergebnis des dritten Rennens, es siegte die 1 Lotus Kimberly mit Michael Nimczyk. Zweiter wurde die 6 Robert Streamline mit Ralf Oppoli und dritte die 7 Clarissa Felten mit Robin Bott. 1-6-7. Vierter wurde die 4 Isis Reglis, fünfte die 2 Gerona und sechste die 8 Idole de Joyer.
Siegzeit von Lotus Kimberly lautet 1:17:09 und die Stute gewann nach Kampf mit einem kurzen Kopf. Die weiteren Abstände waren 3,5 Längen, 2,5 Längen, 1,5 Längen und 9 Längen und dazu auch gleich die Quoten. Auf Sieg gibt es 2,20 Euro, die Plätze zahlen 1,50 Euro. 3,80 Euro und 2,90 Euro. Die Quote der Zweierwette lautet 70,10 Euro. Und die Dreierwette zahlt 214,60 Euro. Noch einmal der spannende Einlauf hier zwischen den beiden siegreichen Pferden, zwischen Lotus Kimberly und Robert Streamline. Und das Zielfoto dazu haben wir gesehen. Das war tatsächlich nur ein kurzer Kopf. Damit der Blick aufs vierte Rennen, der Preis von Le Mans mit der Dreierwette und der Viererwette im Wettangebot. Auch ein PMU-Rennen noch einmal, das vierte und letzte, der Preis von Le Mans. Das Ganze ohne die 1 Bismillah Face und ohne die 2 Goody Perrin. Nichtstarter im vierten Rennen sind die 1 und die 2. Es verbleiben 9 startende Pferde und es verbleiben zudem 2 Experten. Marco und Micha. Zweiter Start, direkt gewonnen, Lotus Kimberly mit Michael Nimczyk. Pferd sieht aus wie ein Pferd mit Zukunft. Und dann kommen wir jetzt zum vierten Rennen, zum Preis von Le Mans. Dann fangen wir mal an mit der Startnummer 3, Wizard und Katharina Kramer. Ja, Wizard und Katharina Kramer, zuletzt von Jochen Holschuh gefahren in Dienstlaken, leider dort auch disqualifiziert rot vor im Sprintrennen. Ja, ich hoffe sehr auf eine Formumkehr von Wizard, damit hier Katharina Kramer noch mehr Spaß an ihrem siebenjährigen Wallach hat. Der Formspiegel mag das momentan nicht ganz so zu vermitteln. Bevor wir weitermachen, genau, einmal zwei Nichtstarter jetzt im vierten Rennen. Zwar die Startnummer 1 Bismillah Face und die Startnummer 2 Goody Perrin kommen nicht an den Ablauf. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 4 Italian Dynamite. Mein geschätzter Kollege Holger ist ein Riesenfan von Italian Dynamite, hat Italian Dynamite immer wieder mal positiv hervorgehoben. Der Ehrenplatz hier am 13. Februar war gut. Ja, und danach war wieder alles beim Alten. Ja, aber man soll sich an der besten Form des Pferdes orientieren. Der zweite Platz in 18:0 mit Paul Gustritter, tolle Form, vorher Maxa platziert, gute Schlussleistung. Und heute mit Jan Thiering ist durchaus möglich, dass auch Italian Dynamite hier mit in der Wette landet. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Dann die Startnummer 6, Amaxa mit Rainier Fehlers. Vorhin im Sieginterview mit Nick Silberauer haben wir kurz darüber gesprochen. Es ist heute nicht so einfach wie zuletzt das Amateurfahren. Ich will das Amateurfahren jetzt nicht runterwerten, aber heute ist es doch ein bisschen stärker besetzt. Rainier sagt, naja, eine Siegchance werden wir nicht haben. Er wird sich freuen, wenn er ein gutes Platzgeld mitnimmt. Dann die Startnummer 8, Bacardi Royal mit Jochen Holschuh. Ich mag nur daran erinnern, Jochen Holschuh, Bacardi Royal, da war zweimal was hier im Park.
Ja, ich denke mal, du sprichst die zwei Siege im vergangenen Jahr an. Bacardi Royale hier aus dem Besitz der Familie Kramer haut immer mal einen raus. Und warum sollte das nicht heute sein? Der vierte Platz zuletzt über den langen Weg in Dienstlaken sollte eigentlich Hoffnung für die bestehenden Aufgaben vermitteln. Oder was meinst du? Parade in 3 Minuten. Noch 3 Minuten bis zur Parade. Ja, Bacardi Royale, auf jeden Fall ein Kandidat, der hier ganz, ganz gefährlich werden könnte. Obwohl es der Formspiegel aktuell nicht so hergibt. Zuletzt der Auftritt in Dienstlaken, der war schon besser. Da bleibt uns nur übrig, ganz kurz, die Startnummer 10, der ist auch überhaupt noch nicht gespielt. Weit Phoenix zu sprechen mit Dieter Brüsten. Ja, mittlerweile 10 Jahre alt. Ab und zu, ich glaube, er hat hier im Park mal ein Rennen gewonnen. Ab und zu mal ein kleines Platzgeld mitgenommen. Im Großen und Ganzen ist der Formenspiegel nicht wirklich berauschend. Und du wolltest dich noch bedanken, Micha, bevor wir uns vergessen? Es gibt ja einen Livestream auf Facebook und auf YouTube. Und bei Facebook kann man kommentieren. Und ich habe gesehen, hier grüßt uns Regina Kosic, sagt hallo, einen schönen Tag. Meinem Eda Wilms ließ grüßen. Und auch Lob kommt da an, wie von Gabriela Fami, sagt, macht weiter so, Grüße aus der Schweiz. Das heißt, die Übertragung wird Parade hier europaweit geschaut. Inka Reichel ist da, sagt guten Morgen zusammen. Kirstin Wehnmals, Thomas Schmidt, Grüße aus Dienstlaken. Reinhard Bieker, Grüße in die Runde aus Berlin. Tina W., hallo zusammen aus Geldern. Ilka Reichel nochmal da mit dem Kommentar. Und macht weiter so, und das macht allen Beteiligten Mut, weiter das Allerbeste für den Trampolinsport zu geben. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank dafür und auch ganz, ganz liebe Grüße in Österreich und in die Schweiz, wo wir sehr gute Freunde haben, die Familie Schultes, die auch schon seit Jahrzehnten dem Trampolinsport verbunden sind. Liebe Gabi, ich hoffe, wir können uns bald wiedersehen und dann kommen wir in die Schweiz und dann fahren wir wieder gemeinsam nach Avanche. Wir schauen uns jetzt die Parade an und sind sofort zurück. Parade in 1 Minute. Die Pferde bitte auf das Geläuf. Achtung für die Fahrer, bitte zur Parade sammeln.
Viertes Rennen, der Preis von Le Mans, letztes PMU-Rennen am heutigen Mittwoch, aber noch nicht die letzte Prüfung. Wir haben ja im Anschluss noch ein fünftes Rennen, aber jetzt erstmal die letzte PMU-Prüfung mit 9 Teilnehmern. Die 1 und 2 sind Nichtstarter. Parade wird angeführt von Keep Flying. Jan Thijs de Jong mit der 5. Die 6 dann dahinter. Amaxa und Reinier Felders. Startnummer 9 folgt Messi, Asela, Tim Schwarmer. Die 10 White Phoenix und Dieter Brüsten. Innen daneben, das ist die 11 Kerwin Pasell und Marciano Hauber. Die 4 folgt Italian Dynamite, Jan Tiring. Und die übrigen 3 Teilnehmer, die noch fehlen, werden wir gleich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch zu sehen bekommen. Die 3 Wizard mit Katharina Kramer, die 7 Ito de May mit Robin Bott und die 8 Bacardi Royale mit Jochen Holzschuh. Start in 4 Minuten. Start in 4 Minuten. Da sehen wir den aktuellen Toto-Favoriten. Kerwin Pasell mit Marciano Hauber steht bei 2,40 Euro auch mein persönlicher Sieger in dem Rennen. Ja, die beiden Formen zum Jahresende in Berlin stehen dort mit 2 Siegen gegen Taylor Swift, Zodiac PS. Nach guten Auftrittssätze in Mariendorf kehrt Kerwin Pasell zurück nach Gelsenkirchen und sollte hier eine gute Rolle spielen. Startnummer 11, natürlich aus der zweiten Reihe, hat hier den längsten Weg. Aber die Favoritenrolle ist sicherlich nicht unbegründet, wobei es aus meiner Sicht nicht zu leicht hier heute wird. Ja, aber der dritte Rang in Berlin war gut gegen Blizzard PS und Bugatti SS. Das sind 2 tolle Pferde. Wer kann hier am gefährlichsten werden? Meiner Meinung nach die Startnummer 5, Keep Flying mit Jan Thijs de Jong. Ja, Keep Flying hat Amaxa hinter sich gelassen am Neujahrstag und unterstreicht damit die Mitfavoritenrolle hier im Preis von Le Mans mit der Startnummer 5, Jan Thijs de Jong. Im letzten Jahr 4 Starts, 2 Erfolge, im neuen Jahr 2 gute Leistungen. Also Keep Flying war auch immer in der Wette und ist eigentlich für mich das Stellpferd hier in diesem Rennenpreis von Le Mans. Wobei hier auch die Viererwette jetzt angeboten wird, richtig? Das ist absolut korrekt. Es ist auch sehr gut, dass du darauf hinweist. Hier wird die Viererwette angeboten. Jetzt wäre das nächste Pferd die Startnummer 1 gewesen. Bis Malaface läuft leider nicht, ebenso wie die Startnummer 2, Goody Perrin. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 7, Hito de Mai. Ich muss sagen, da hat Michael wieder seine ganze Klasse gezeigt. Die Formen davor waren nicht berauschend, aber der zweite Rang dafür umso mehr gegen Feline Burgerheide, die jetzt auch in Hamburg, ich meine im Schwarzen Stewart, einen tollen Platz belegte. Ja, da hat Michael Nimczyk gut durchgezogen mit Hito de May. Das Pferd hier von Eilina Pfizer im Training von Norbert Karsch. Trotzdem davor die beiden rot vorne in Mönchengladbach stehen. Hito de May wird, muss sich in Gelsenkirchen Start hier mit Robin Bott erstmal vorstellen. Ist aber für ein Auftreten in der Wette nicht undenkbar. Vielleicht ist sogar etwas mehr drin. Das muss aber der Wetter entscheiden. Momentan Hito de May, die Startnummer 7, 6,6 für 1 Euro Einsatz. Durchaus attraktiv, wie ich finde. Ja, ich habe darauf bestanden, dass wir das Pferd mitnehmen in der Vorwette. Ich glaube, das könnte hier durchaus das kleine Dark Horse sein. Dann machen wir noch abschließend weiter mit der Startnummer 9, Messi Haseler mit Tim Schwarmer. Messi, ein Muster an Beständigkeit, läuft immer ins Geld, lief auch ein ordentliches Rennen in Berlin-Mariendorf. Auch er hatte immer so wieder ein paar Probleme mit seiner Gangart, aber das hat er völlig abgelegt. Ja, zuletzt in Gelsenkirchen sogar erfolgreich. 13.3. der Sieg gegen Caramay und Ginkgo Newport. Gute Schlussleistung mit Tim Schwarmer, 16.3. Hier auch gute Zeit. Startnummer 9 sicherlich nicht ideal, aber ich denke, Messi Haseler kommt eher im Finish und Tim Schwarmer wird das schon machen. Da bist du eigentlich näher dran, lieber Marco. Ich weiß, dass Messi Haseler eins der Lieblingspferde von Tim ist. Er möchte ihn immer wieder fahren. Didier Kokkes gibt ihm auch die Möglichkeit dazu.
warum auch nicht? Der ist ja meistens im Geld. Ich bin gespannt. Solche Aufgaben, ja, ich weiß nicht, schwierig wird es im Gewinn. Aber 3-4. Okay, ja, ich denke, dass Messi Haseler hier auf jeden Fall für die Viererwette berücksichtigt werden soll. Die Siegquote momentan 85-40. Auch da gibt es Anhänger für Messi Haseler hier. Die Startnummer 9 mit Tim Schwammer. 2 Minuten noch bis zum Start. Favorisiert immer noch Kevin Pasel, die Nummer 11 mit Marciano Hauber. Danach 32-10 für die 5 Keep Flying. Unter 10 für 1 noch gewettet, die Nummer 6 Hamaxa mit 93-10, 70-10 die 7 Heat to the May. Bacardi Royal gut gewettet, die Stadtnummer 9 Jochen Holzu 91-10 und 8,2-10 die Nummer 9 Messi Haseler. Noch ohne Wette die Nummer 1 Wizard, Italian Dynamite als Außenseiter 44,8 für 1 und 199-10 für die Nummer 10 White Phoenix. Ja, in Frankreich werden ja auch andere Wettformen angeboten, wie zum Beispiel 2 aus 4. Das heißt, man muss von den ersten 4 Pferden 2 herausfinden und dann wird eine einzige Quote errechnet. Lieber Marco, was ist denn dein Tipp hier? Welche beiden Pferde werden auf jeden Fall unter die ersten 4 kommen? Startnummer 5, Keep Flying. Und die Startnummer 11, Kevin Pasel. Darauf können wir einschlagen, lieber Marco. Das Ganze würde ich unterstreichen. Dann gucken wir mal, was da hinterher bei rauskommt. Der Start erfolgt in einer Minute. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Grün aus, Start frei. Start ist frei für unser viertes Rennen, letztes PMU-Rennen am heutigen Mittwoch. Der Preis von Le Mans mit insgesamt 9 Teilnehmern. Die Pferde 1 und 2 wurden ja gestrichen und somit sehen wir die 3 Wizard mit Katharina Kramer, die 4 Italian Dynamite mit Jan Tering, die 5 Keep Flying mit Jan Thijs de Jong, die 6 Amaxa und Reinier Felders, die 7 Ito de May, Robin Bott, die 8 Bacardi Royal mit Jochen Holzschuh, die 9 Messi Haseler, Tim Schwarmer, die 10 White Phoenix, Dieter Brüsten und die 11 Kevin Pasel mit Marciano Hauber. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Preis von Le Mans. Da machte White Phoenix bereits vor der Marke einige falsche Schritte, folgte mit etwas Rückstand. Messi Haseler gewohnt vorsichtig ins Rennen gebracht worden und auch Wizard trat hier nicht so flott ein wie die meisten anderen. Allen voran wie Ito de May, der hier die Spitze hat. Außen daneben bereits Kevin Pasel zu sehen mit einem Blitzstart aus der zweiten Reihe. Dann ist Amaxa drittes Pferd, Rang 4 gehört derzeit Bacardi Royal mit innen dann Italian Dynamite, außen daneben Keep Flying und dann Wizard Messi Haseler mit Abstand White Phoenix. 500 Meter zurückgelegt, 14,8 die erste Zwischenzeit
und das Feld kommt die gerade herauf. An der Innenseite immer noch Rita de May, außen Kevin Parzell. Bemüht sich jetzt, sich dahinter einzuordnen in die zweite Spur, beziehungsweise in die zweite Position hinter Ito de May in erster Spur, logischerweise. Dritte ist Amaxa, vierter dann Bacardi Royal, außen Keep Flying in Italian Dynamite. Dann geht es weiter mit Messi, Hasela, Wizard und White Phoenix, der nach dem schlechten Start den direkten Anschluss ans Feld wieder gefunden hat. 1000 Meter jetzt zurückgelegt, die zweite Zwischenzeit 1:17.6. Die Führung weiterhin bei Ito de May. Ito de May führt vor Kevin Parzell an der Innenseite Amaxa. Keep Flying marschiert außen. Die nächsten beiden sind dann Bacardi Royal und Messi Hasela. Dann das Duo bestehend aus Italian Dynamite und White Phoenix und die rote Laterne bei Wizard. Alles allerdings noch mehr oder minder dicht beieinander auf den Weg in den letzten Bogen. Ito de May weiterhin vorn. Ito de May, Kevin Parzell tastet sich jetzt so ein bisschen wieder an den vorderen heran, hat auch die Innenkante längst verlassen. Fehler dann von Keep Flying, die kommt ja aus dem Tritt, aus dritter Position. Die ist jetzt innen bei Amaxa und außen dann Messi Hasela, rückt vor bis an die vierte Stelle. An der letzten Ecke innen Ito de May und außen Kevin Parzell. Ito de May an der Innenseite, Kevin Parzell außen, dann an dritter Stelle Amaxa, ganz außen kommen die Speedpferde. Messi Hasela bemüht sich, noch weiter hinten dann auch Bacardi Royal mit flotten Speed zur Stelle. Vorne Ito de May, aber der ist noch nicht zu Hause, denn Messi Hasela wird immer schneller. Messi Hasela, Ito de May, Messi Hasela, Messi Hasela wahrscheinlich auf den letzten Metern doch noch knapp vorbei an Ito de May. Und dahinter Bacardi Royal, Kevin Parzell auf den weiteren Plätzen. Vorne war es aber wieder mal eng. Die letzten beiden Zwischenzeiten 15:6 und die letzte 17:0. Das vorläufige Ergebnis fürs vierte Rennen. Sieger ist die 9 Messi Hasela mit Tim Schwarmer. Zweiter wurde die 7 Ito de May mit Robin Bott. Und dritter die 8 Bacardi Royal mit Jochen Holzschuh. 9-7-8. Vierter dann die 11 Kevin Parzell und fünfter die 3 Wizard. Die vorläufige Platzierung lautet 9-7-8-11-3 fürs vierte Rennen. Also DJ, wenn du jetzt einer wärst, dann würdest du nicht so langsam gehen, dann würdest du bis zu uns hierhin laufen und zwar joggen. Jetzt sieh zu, Langer. Zielfoto ist inzwischen auf unseren Monitoren veröffentlicht und da erkennt man dann doch den ja jetzt sogar relativ deutlichen Vorteil für Messi Hasela gegenüber Ito de May. Ja, und die Sieger, und zwar nahezu alle, die da mit dem Pferd zu tun haben, auf dem Weg in Richtung Winner's Circle, zumindest die wichtigsten, nämlich Trainer und Fahrer. Messi Hasela, der 7-jährige Virgil Bocoson, unverändert, also in guter Form agierend und hier zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zum Zuge kommend. Wieder mit Siegfahrer Tim Schwarmer an seiner Seite. Trainer ist DJ Kokkes, Besitzer Christiane und Jürgen Log. Und gezogen wurde der Wallach von Michel Stassen. Und wir gratulieren dem gesamten Team rund um Messi Hasela.
Uwe Küster, unser Präsident, gratuliert auch, hat Blumen mitgebracht, wie sich das für einen vorbildlichen Präsidenten gehört. Und Marco wird jetzt das Wort übernehmen. Ja, ich dachte gerade kurz, Uwe will die Blumen gar nicht mehr abgeben. Nicht, dass er jetzt gedacht hätte, die wären für ihn. Ich habe sie schon ein Stück lieb gewonnen, so ganz im Bund und so. Das ist schon schön, aber er hat sie verdient. Tim hat sie verdient. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Ich habe im Vorfeld gesagt, das ist heute schon schwerer als der Erfolg zuletzt hier. Ja, irgendwie hast du mich jetzt umgehauen. Ja, Messi hat mich auch umgehauen. Er geht hier die besten Rennen, auch kein Vergleich zu Berlin, da ging er auch gut. Aber das ist seine Bahn hier, er fühlt sich sehr wohl. Die Bahn ist heute top, muss man auch mal sagen an der Stelle. Super Verhältnisse und Pferd und Fahrer haben, glaube ich, alles richtig gemacht. Und es ist nett, dass du sagst, dass die Bahn gut ist. Das zeigt nämlich, dass gut gearbeitet wurde, Uwe. Und es ist der zweite Trainererfolg von DJ und er fährt ihn gar nicht selber. Du hast, das habe ich auch vorab gesagt, du willst ihn immer eigentlich selber fahren. Du sagst, es ist mein Freund. Ja, DJ möchte immer gerne auch, dass ich ihn fahre, weil er sagt, wir kommen gut klar, es passt gut. Und ja, die Resultate sprechen auch dafür. Wir sind immer im Geld und heute hat er wieder eine sehr gute Leistung gebracht. Im letzten Rennen, ich frage nicht ganz uneigennützig, läuft Romanze. Ja, Romanze muss ich heute einmal vorstellen. Ziel ist es, Trab zu fahren, ein kleines Feld und vielleicht eine schöne Platzierung mitzunehmen. Trab zu fahren, kurze Frage, Mon Ami H. Ja, Mon Ami H habe ich vorm Start zweimal den Check kürzer gemacht, aber sie hat im Rennen sich so in den Check geschmissen, da werden wir beim nächsten Start einen anderen Check einbauen und dann glaube ich schon, dass sie eine gute Leistung nächstes Mal bringen wird. Bin ich gespannt und ich glaube auch daran, ich habe es ein paar Mal arbeiten sehen, feines Pferd. Ja, auf jeden Fall. Es sind junge Pferde, es war der fünfte Lebensstart heute und ja, es war ein bisschen unglücklich, aber gut, nächstes Mal wird es besser. Ich drücke dir jetzt ganz besonders, ich drücke dir immer die Daumen, aber jetzt drücke ich dir ganz besonders die Daumen, vielleicht kommst du ja gleich wieder mit unserer Romanze. Ja, ich hoffe es und ich will dich nicht enttäuschen. Danke. Herzlichen Applaus, bitte. Jetzt bin ich fast sprachlos mit Tim Schwammer und natürlich Herrn Kockes. DJ, der Helm ist ein bisschen klein. Das endgültige Ergebnis des vierten Rennens, Sieger die 9 Messi Haseler mit Tim Schwammer. Zweiter wurde die 7 Ito de May mit Robin Bott und dritter die 8 Bacardi Royal mit Jochen Holzschuh. 9-7-8 für die Viererwette natürlich auch noch wichtig, der vierte, das war die 11 Kerwin Parzell. Platz 5 dann für die 3 Wizard und 6. wurde die 4 Italian Dynamite. Siegzeit lag bei 1-16-4. von Messi Haseler, der am Ende nach Kampf gewann und zwar mit einem Hals. Die weiteren Abstände waren 1,5 Längen, 1 Länge, 5 Längen und 2 Längen. Und bevor wir zu den Quoten kommen, darf ich Ihnen schon einmal sagen, dass fürs 5. Rennen, das ist unsere heutige Abschlussprüfung und das ist dann kein PMU-Rennen mehr, für den Preis von Fougère 6 Pferde an den Ablauf kommen werden. Es gibt einen Fahrerwechsel bei der 3 Cattleya. Fahrer von Cattleya JR ist Markus Bock. Das ist die Änderung zum 5. Rennen.
So, Quoten bin ich Ihnen noch schuldig für das vierte Rennen, für den Einlauf 9, 7, 8, 11. Für Sie auf Sieg gibt es 7,80 Euro. Die Plätze zahlen 2,90 Euro, 3,30 Euro und 3,90 Euro. Die Quote der Zweierwette lautet 45,90 Euro. Die der Dreierwette 612,70 Euro. Und die Viererwette zahlt 2770,30 Euro. Und damit alles Wichtige zum fünften Rennen jetzt von Marco und Michael. Recht herzlichen Dank, Dirk. Wir kommen jetzt leider zum fünften Rennen. Nichtsdestotrotz möchte ich dem einen oder anderen, vielleicht dem Zuschauer oder vielleicht an dem Bildschirm, noch empfehlen, sich die Qualis anzugucken. Parade in 3 Minuten. Noch 3 Minuten bis zur Parade. Denn da laufen so tolle Pferde wie Yahoo Diamant, Sir Express, Hanse Boulevard, Menu, Norton Commander, Bayard, den ich ja von Anfang an verfolgt habe, wie er hier schon die Quali gemacht hat. Das für mich eine absolute Pflichtaufgabe, sich die Qualis anzugucken. Ganz, ganz toll. Ich freue mich tierisch drauf. Ich werde es gleich noch tun. Aber wir kommen jetzt zum fünften Rennen. Den Preis von Fougeret. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass man das so ausspricht. Ja, da sollte man Eline de Vries fragen. Auch mit ihrer Nachricht, wo ist der Stream geblieben? Ich glaube, der ist zwischendurch unterbrochen worden bei Gelsentrapark. Aber weiter sind wir zu empfangen bei den Wettanbietern. Da ist die Live-Übertragung auch bei YouTube. Müsste, glaube ich, vom Wettstar Livestream laufen. Und somit auch vom fünften Rennen, Preis von Fougère. Und lieber Marco, jetzt erzähl doch mal aus dem Innenleben eines Pferdetraber-Besitzers. Erster Auftritt in Gelsenkirchen für Romanze. Konntest du gut schlafen? Parade in 2 Minuten. Ja, ich konnte gut schlafen, hatte aber nichts mit Romanze zu tun. Ich habe momentan ein, zwei andere Sachen im Kopf gehabt, die für mich wichtiger waren. Da rückt manchmal im privaten Leben rücken Dinge nach hinten, die dann erstmal wichtiger sind. Und das ist in dem Fall so. Aber ich bin schon sehr aufgeregt, jetzt auch aktuell. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch, dass Biene jetzt zu Hause ist und dass ich das Rennen angucken kann. Meine Tochter wird sich das Rennen wahrscheinlich auch auf dem Handy angucken. Wenn die Pferde von uns laufen, ist das immer was Besonderes. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Romanze war Liebe auf den ersten Blick. Der Name passte. Passt wie Faust aufs Auge. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so schnell ein Pferd gekauft. Ich bin da extra nach Wolwega gefahren, habe mir das Pferd da angeguckt. Das Pferd sollte irgendwo hin. Ich habe gesagt, ich komme da hin, ich gucke mir das Pferd an. Die kam aus der Boxe raus, die ist 1,75 Meter groß und ich glaube 2 Meter lang. Die ist gezogen wie ein Vollbär. Preis passte. Ich habe gesagt, die nehme ich mit. Dann hatten wir die hier mit vor 4, 5 Wochen Parade zur Arbeit. In 1 Minute. Die Pferde bitte auf das Geläuf. Dann hat man die hier mit zur Arbeit, dann hat sie relativ gut gearbeitet, hat mir gut gefallen. Ich wollte den Probelauf haben. Tim hat gesagt, nein, wir starten. Ja, Romanzia, gezogen von Gestüt Lasbeck. Und das ist ja auch nicht alltäglich, dass Pferde von Gestüt Lasbeck veräußert werden. Erzähl doch mal, wie ist da der Kontakt zustande gekommen und wie ist dann die Entscheidung in dir gereift, Romanze dir zuzulegen? Ich habe die nicht gekauft von Gestüt Lasbeck. Ich habe die von Andreas Marx gekauft. Sehr, sehr sympathischer Besitzer aus Berlin. Pferd stand in Berlin bei Roman Matzki. Genau, mit Jimmy Churi. Und die Stute galt als nicht so besonders einfach. Ich mag keine einfachen Menschen, ich mag auch schwierige Pferde. Und das galt eben, aber habe ich gesagt, na gut, wir versuchen es einfach mal. Weil sie eben auch gut gezogen ist. Wir wollten eigentlich nie wieder züchten. Wir haben das einmal gemacht mit Madwell, das war relativ erfolgreich, hat knapp 26.000 Euro verdient. Und bei Romanze habe ich gesagt, sollte das nicht passen als Rennpferd, dann werde ich sie als Zuchtstute Achtung nutzen. Für die Fahrer, denn bitte zur Parade sammeln. Sie ist aus einer Mutter, die von Varenne ist. Sie ist eine Vollschwester zu Paulette. Sie ist eine Vollschwester zu Mamba. Eine Halbschwester zu Open Sky. Ich glaube, da ist noch irgendein Bomber dabei. Da kann man nicht viel falsch machen. Denke ich, Lasbeck weiß ganz genau, was sie machen. Ja, das ist jetzt schon die Parademusik, glaube ich. Ich wollte eigentlich noch von dir wissen, was war dort nicht so einfach, schwierig, aber das können wir, glaube ich, nach der Parade erzählen. Ja, darüber will ich gar nicht reden. Das war eine Sache so, die,
die bleibt jetzt, die behalte ich so für mich. Preis von Fougères, unsere heutige Abschlussprüfung und zugleich auch das fünfte und letzte Rennen der heutigen V5-Wette. 6 Pferde am Start in der 500-Euro-Garnitur. Wir sehen die ersten beiden Teilnehmer auf der Parade. Gentleman Devani, die 5 mit Jan Thiering und die 3 Katleya JR. Hier der Fahrerwechsel auf Markus Bock. Und die übrigen Teilnehmer dann auch zumindest zu 3/4 auf dem Geläuf bei der Parade. Wir sehen als nächste die 2 Romanze mit Tim Schwarmer. Dahinter die 1 Blueberry PS mit Rainier Felders. Die 4 Loringel und Ralf Oppoli. Und ferner am Start sein wird auch noch die 6 In Extremis mit Michael Nimczyk, der jetzt auch in wenigen Sekunden, höre ich gerade von der Rennleitung, das Geläuf betritt und dann auch dementsprechend die Parade beschließen wird. Dann fangen wir an mit Startnummer 6 In Extremis, Michael Nimczyk. Zuletzt ein feiner Ehrenplatz in Berlin-Mariendorf vor Lotus Kimberly und Lotus Kimberly hat ja gerade gewonnen. Ja, ich fand sogar, das war mehr als fein. Das war hier ein richtig tolles Rennen in Berlin-Mariendorf. Viele Starter, ein überlegener Sieger mit Dominik Jett und Thorsten Tietz. Und dahinter auch die Leiste von In Extremis aus dem Stall von Karin Walter-Mommert. Wirklich sehr hervorragend. Wenn man auch die Abstammung sieht von Kreatin aus der Pine Spirit. Und Pine Spirit, Mutterstute von ganz bekannten Pferden. Oder, Marco? Ja, zum Beispiel von Unforgettable. Jean Le Pen. Jean Le Pen. Und Expo Express. Achtung für die Fahrer. Bitte zum Start in 4 Minuten. Hast du gut nachgeguckt? Weil einige ist ja der Holger das wandelnde Buch hier. Ja, also gestern Abend, du hast mir am Nachmittag Bescheid gesagt, der Holger kann nicht, würdest du einspringen? Da habe ich natürlich noch ein bisschen neben meine Kiste angeworfen und die vergangenen Folgen mir angeschaut. Und in Extremis, das fand ich halt die Qualifikation wie auch das Laufen in Berlin-Mariendorf wirklich toll für die vierjährige Stute. 15,9, das ist schon eine Hausmarke und für mich ist in Extremis heute die Bank des Tages hier im Preis von Fougère mit der Startnummer 6 und dem Goldhelm. Ja, wer kann denn gefährlich werden? Start Nummer 1, Blueberry PS, die Quali in 17,6, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, da ist durchaus mehr drin. Ja, zumal die Quali ja am 10. Oktober stattfand, das ist schon ein halbes Jahr ist vergangen. Und Blueberry PS, mittlerweile vierjährige Stute, sollte weiter gesteigert sein. Das Ganze von Besitzer und Züchter Peter Sieburg, das erkennt man übrigens an der Buchstabenfolge PS hinter dem Namen vom Pferd, Blueberry PS von der Zucht von Peter Sieburg. Wenn die jetzt noch weiter gesteigert ist, könnte sie hier ja
durchaus Zweiter werden hinter Eden Extremis, wenn ich mich ein bisschen aus dem Fenster lege mit meinem Sieger. Dann haben wir die Startnummer 4, Loringel mit Ralf Oppoli, der einen feinen dritten Platz beim ersten Start hingelegt hat. Der steht aktuell bei 12,40 Euro. Ja, das war auch sehr gut. 19,4 hinter Ostwind und Karl Millerbitt. Ja, und Ralf Oppoli gerade fast gewonnen. Ist auch fast Formfahrer, kann man sagen, und sollte auch mit Loringel hier eine gute Rolle spielen. Hat auch die Wahl des Trainers gefunden hier, denn Ralf Oppoli ist mit zwei Pferden Start hier in am Start. Start in zwei Minuten. Dann haben wir die Startnummer 2, Romanze, steht aktuell bei 7 Euro. Romanze hat bisher ein Lebensstart absolviert, das war in Hamburg. Ich hatte mit Seppi Franzl im Vorfeld, bevor ich sie gekauft habe, telefoniert und Seppi sagte zu mir, da kannst du nichts falsch machen mit dem Pferd, die braucht ein bisschen, die ist groß, die muss Kraft tanken. Er sagt, die hat noch einen Fehler gemacht letztmalig gegenüber, ich habe mir das Rennen angeguckt, war da noch Sechster und ging nur 18-0. Er sagt zu mir, er hätte ihr damals in Hamburg beim ersten Lebensstart eine 16er Zeit zugetraut, wir gucken einfach mal, wo es uns hinbringt. Ja, das waren auch alles starke Pferde. Die 18-0 war doch gut. Vielleicht für Gestüt-Lasbeck nicht das, was man sich komplett vorgestellt hat. Aber ich denke, mit dieser feinen Zucht wirst du noch ganz viel Spaß haben an deiner neuen Liebe. Ja, ich bin gespannt. Dann haben wir noch abschließend die Startnummer 3. Der Start erfolgt in Katleia JR. Ja, das Rennen war, glaube ich, irgendwie 22. Sie war Dritter in 23. Pferd lief ordentlich. Und ein kleines Platzgeld sollte drin sein. Ja, gestern Züchterin Jeanette Richard zu Gast bei Traber TV, hat ein bisschen uns durch den Stall geführt. Gute Quali, ordentlicher dritter Platz hinter zwei besseren Gegner. Ja, und man hofft auf eine kleine Prämie. Dazu noch dabei die Nummer 5, Gentleman de Valny mit Formfahrer Jan Thering. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Grün aus, Start frei. Letztes Rennen für den heutigen Mittwoch, der Preis von Fougère, ein kleines Sechserfeld zum Abschluss mit Blueberry PS, Reinier Felders, Startnummer 1, mit Romanze und dem Schwarmer, das ist die 2, Katleia und Markus Bock, Katleia JR und Markus Bock die 3, Loringel, Ralf Oppoli die 4, Gentleman de Valny, Jan Thiering die 5 und In Extremis die 6, Michael Nimczyk. Meter jetzt noch bis zur Marke und das Feld ist unterwegs zum Preis von Fougère. Alle sechs hier glatt abgekommen und die Spitze noch nicht ganz entschieden. Blueberry PS hat da im Moment die Nase vorn, aber In Extremis kommt jetzt heran und geht Ende der Startgeraden vorbei, übernimmt die Führung. Fehler dahinter von Gentleman de Valny kommt da aus dem Tritt. In Extremis vorn. Dahinter dann Blueberry PS in der zweiten Position. Drittes Pferd ist Romanze. An der Außenseite Loringel. Innen dann Katleia JR. Und nach dem Fehler wieder auspariert, allerdings mit der roten Laterne unterwegs ist Gentleman de Valny. 500 Meter sind jetzt gleich zurückgelegt. In Extremis weiterhin mit der Führung. 1:21,2 die erste Zwischenzeit. In Extremis, Blueberry PS, Romanze innen, Loringel außen. Dann Katleia JR und Gentleman de Valny. So geht's die gerade herunter. In Extremis mit der Führung. Loringel außen kann sich hier etwas verbessern. Bezieht jetzt die Lage neben Blueberry PS. Romanze in vierter Position. Dann bereits 2-3 Längen Luft bis zu Katleia JR. Und Gentleman de Valny bleibt Schlusslicht.
springt jetzt erneut an, auch Katlea JR in der Luft. Da wurde die 5 disqualifiziert, Gentleman de Valnis raus und damit also nur noch 5 Pferde im Rennen. Zweite Zwischenzeit 21,1, also geringfügig schneller als beim ersten Abschnitt. In Extremis, aber insgesamt muss man sagen, hat es nicht so übermäßig eilig in diesem Rennen. Bleibt hier weiterhin unbedrängt vorn gegenüber Loringel, der außen marschiert, an der Innenseite Blueberry PS und Romanze in der 4. Position. Klar zurück nach dem Fehler, weit hinter dem Feld trabt Katleya JR. Die übrigen 4 allerdings jetzt auf dem Weg in Richtung Schlussbogen. In Extremis, Loringel außen, innen Blueberry PS, Romanze. 17,9 der dritte Abschnitt. In Extremis, außen Loringel, Blueberry PS und dann Romanze in der 4. Position. So kommen sie dann um die letzte Ecke herum auf die Zielgerade zu. In Extremis vorn. Loringel außen, Blueberry PS an der Innenseite. Romanze vom Ende des kleinen Viererfeldes wird ganz nach außen genommen. Versucht noch einen Angriff, aber In Extremis ist vorn. Hat hier im Moment alles locker unter Kontrolle. Dahinter Romanze außen mit Loringel im Kampf um das zweite Geld. Vorne ist alles klar. In Extremis gewinnt. Dahinter wird Romanze knapp Zweiter vor Loringel, Blueberry PS. Und dann Katleya JR, letzte Zwischenzeit 17,4. Das vorläufige Ergebnis für das 5. Rennen. Siegerin ist die 6 In Extremis mit Michael Nimczyk. Zweiter wurde die 2 Romanze mit Tim Schwarmer und Dritter die 4 Loringel mit Ralf Oppoli. 6-2-4. Vierte dann die 1 Blueberry PS und Fünfte die 3 Katleya JR. Die vorläufige Platzierung lautet 6-2-4-1-3. Hinweis schon mal an dieser Stelle für die Qualifikation, für die erste Qualifikation, die gleich folgen wird. Und gleich heißt in dem Fall konkret in 15 Minuten. Start der ersten Quali in 15 Minuten und nicht dabei sein wird die 2 Into the World. Und die Siegerin des 5. Rennens wird vorbereitet für den Gang in Richtung Winner's Circle. Michael Nimczyk beschließt also unseren heutigen, zumindest wetttechnisch sportlichen Teil des Mittwochs mit dem Sieg der 4-jährigen gut gezogenen In Extremis aus der Zucht von Arnold Mollemer, aus dem Besitz von Karin Walter-Mommert und aus dem Training von Wolfgang Nimczyk und seinem Team. Und wir gratulieren an dieser Stelle recht herzlich zu diesem Erfolg. Ja, Michael Nimczyk hier, Sieger mit In Extremis und gewann Start-Ziel, hervorragend gezogen aus dem Stall von Karin Walter-Mommert. Ja, lieber Micha, das war ein toller Start mit In Extremis in die Saison. Ja, letztes Mal war schon gut und heute die erwartete Steigerung und sie hat es ganz leicht gemacht. Zum Schluss hat sie sich gut gelöst. Ich brauchte nicht viel zu tun. Ja, die hat hervorragende Geschwister. Was können wir noch erwarten in diesem Jahr? Ja, sie ist eine große Stute, deswegen haben wir sie bewusst 3-jährig auch geschont und ich denke im Alter, sie wird immer stabiler, wie man jetzt schon sieht. Dieses Jahr ist was ganz anderes wie letztes Jahr und wenn man den Pferden oft Zeit gibt, dann danken sie es einem und deswegen, jetzt ist das Derby 4-jährig, das kommt, glaube ich, sehr vielen Pferden zugute. Okay, wann geht's wieder nach Schweden? Morgen geht's wieder nach Schweden und Freitag, Samstag haben wir dann wieder die nächsten Starter. Ja, Michael Nimczyk vertritt die deutschen Farben in Schweden, deswegen ihr Applaus für Michael Nimczyk und In Extremis aus dem Stall von Karin Walter-Mommert.
Das endgültige Ergebnis für das fünfte Rennen. Siegerin ist die 6 in Extremis mit Michael Nimczyk. Zweite wurde die 2 Romanze mit Tim Schwarmer und dritte die 4 Loringel mit Ralf Oppoli. 6-2-4. Vierter dann die 1 Blueberry PS. Fünfter die 3 Katleja JR. Die Siegzeit von In Extremis lautet 1:19:0 und der Richter sagte hier überlegen als Eindruck die Abstände 2,5 Längen, ein Hals, 4 Längen und eine Weile. Ja, Quoten bin ich Ihnen noch schuldig. Für den Einlauf 6-2-4. Auf Sieg gibt es 1,20 Euro. Die Plätze zahlen 1 Euro und 1 Euro. Die Zweierwette 3,70 Euro. Die Dreierwette 8,10 Euro. Und die V5-Wette wurde getroffen und zahlt für einen Grundeinsatz von 1 Euro 250 Euro zurück. Das heißt, wenn Sie für 20 Cent getroffen haben, gibt es 50 Euro Retour. Das also die Quoten fürs fünfte Rennen und für die V5-Wette. Damit jetzt die 3 Qualifikationen, die noch anstehen. Die erste wird in 7 Minuten erfolgen. Erste Qualifikation, das Ganze ohne die 2 Into the World. Wir haben dann noch 5 Pferde am Start und der Start erfolgt in 7 Minuten. Weitere Änderungen für die beiden übrigen Qualifikationen kann ich Ihnen auch schon mit auf den Weg geben. In der zweiten Quali ist zu streichen zum einen die Programmnummer 7 Magic Women H und auch die 9 Caritza. Zweite Qualifikation ohne die 7 Magic Women H und die 9 Caritza. Und in der letzten Qualifikation sind 2 Pferde nicht dabei, die 12 Saturday und die 13 Agostino. Das also alle Änderungen zu den Qualifikationen, Wiederqualifikationen, Probeläufen, die es sein werden. Und bis zur ersten Quali sind es jetzt noch 6 Minuten.
Start in 3 Minuten, Start in 3 Minuten. Zwei Minuten bis zur Qualifikation, 2 Minuten. So, wir wären eigentlich startklar zur ersten Qualifikation, zur Wiederqualifikation und auch zu den Probeläufen, die es sein werden für Yahoo Diamant und für Sir Express. Aber ich sehe gerade, dass da zumindest bei Sir Express es ein bisschen länger gedauert hat, bis er auf die Bahn kam. Deswegen gönnen wir beiden noch 1 Minute. Nicht dabei sein wird die 2 Into the World. Und die übrigen Teilnehmer sind Harmonie de May mit Ralf Oppoli, 5-jährige Qualifikantin aus dem Quartier von Horst Müller-Terbille mit der Programmnummer 1. Carla Haseler wird dabei sein, das ist die 3, ebenfalls eine Qualifikantin mit Jochen Holzschuh für die Farben von Hugo Böker. Und mit der 4 Nessaya Katharina Kramer als Trainerin, Besitzerin und Fahrerin in Personalunion quasi hinter ihrer Stute. Und die absolviert eine Wiederqualifikation. So, Start in 1 Minute bitte. Jetzt die Teilnehmer sich langsam in Richtung Startwagen orientieren. Start in 1 Minute.
20 Sekunden bis zum Start. 20 Sekunden. Und der Start ist frei. Von unserer Seite kann es losgehen. Start ist frei. So, die fünf Gespanne haben ihre Positionen hinter dem Flügel bezogen und dann wird es gleich auf die Reise gehen in wenigen Sekunden. Und wir schauen uns die zumindest interessantesten Teilnehmer mal etwas ausführlicher an. Und da muss man natürlich die beiden Nimchik-Vertreter in erster Linie nennen, die 6 Sir Express und die 5 Yahoo Diamant. Beide hier gemeinsam in Form eines Probelaufs. Die beiden, jetzt hätte ich fast gesagt, diesjährigen Derby-Hoffnungen, aber das wäre ja falsch, weil es ja erst im nächsten Jahr in Richtung Derby geht für die beiden. Deswegen habe ich das ja auch nicht gesagt, aber es stimmt trotzdem, dreijährig sind sie und sie werden dann aller Voraussicht nach nächstes Jahr im Derby zu sehen sein und vorher sicherlich auch noch in diversen Prüfungen und jetzt sind sie hier einträchtig nebeneinander am 500-Meter-Pfosten. Yahoo Diamant, die 5 mit Robin Bott. 17-4 die erste Zwischenzeit. 1:17:4 Yahoo Diamant und Sir Express, der sich dahinter legt. Beide kennen sich schon aus diversen Rennen im letzten Jahr. Zweijährig in München in einem TCT-Rennen, die bekanntermaßen deutlich höher dotiert sind. Und auch in Hamburg einige Wochen später traf man sich im Winterfavorit. Einmal gewann Yahoo Diamant, einmal Sir Express, also beide hier gut in Schwung und offenbar auch jetzt wieder voller Tatendrang. Yahoo Diamant, ein Halbbruder zu Tsunami Diamant unter anderem, also zu einem deutschen Derbysieger, gewann 2017 das wichtigste Rennen im Jahrgang eines dreijährigen Pferdes und zudem weitere Siege dann im Ausland, in bedeutenden Rennen in Dänemark, in Holland und auch ein Jahr später in der Breeders' Crown. Zweite Zwischenzeit 19:1, Yahoo Diamant vorn, dahinter Sir Express aus dem Stall Express, genau wie Yahoo Diamant auch, ein Indigenous Sohn mit dem Champion und dann deutlich zurück der Rest, Nesaya, Harmonie de May und Carla Haselaar, die im Moment Schlusslicht ist, Halbschwester zu unter anderem Olympia Haselaar. Die war seinerzeit Dritte im deutschen Stutenderby vor 2 Jahren und hat 2 Breeders' Crown Entlastungssiege auch schon auf ihrem Konto stehen. Das ist auch eine nicht so alltägliche Bilanz. Ja, 16:9 die dritte Zwischenzeit, die letzten 500 Meter jetzt noch ein bisschen flotter vermutlich. Yahoo und Sir Express beide Kopf über die Linie in 1:14:0 für den letzten Abschnitt. Damit sind wir dann gleich beim zweiten Qualifikationslauf. Der wird in 11 Minuten gestartet, Start in 11 Minuten. Das Ganze ohne die 7 Magic Women H. und ohne die 9 Caritza. Die übrigen 3 Pferde starten und es wird in 11 Minuten losgehen.
Start in 8 Minuten. Start in 8 Minuten. Start in 5 Minuten, start in 5 Minuten. Start in 4 Minuten, start in 4 Minuten.
Start in 2 Minuten. Start in 2 Minuten. Start in 1 Minute für die 3 Teilnehmer. Start in 1 Minute. Wir starten in 1 Minute und ich darf die 3 Teilnehmer in Richtung Startwagen bitten und vor allen Dingen darf ich die 4. Teilnehmerin, die sich dann noch auf dem Geläuf befindet, bitten, jetzt selbiges zu verlassen, damit wir starten können. So, jetzt kann es losgehen, höre ich gerade. Jetzt gibt es grünes Licht von der Rennleitung. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert, aber lag nicht an uns. Start ist jetzt frei. Drei Teilnehmer auf dem Weg jetzt zu diesem Wiederqualifikationslauf. Respektive Probelauf. Ganz innen mit der 8, das ist Daniel Kloß, der fährt Sweet Victory BG, einem 6-jährigen Canter Paulson, der sich erstmals nach längerer Zeit wieder zurückmeldet und hier eine Wiederqualifikation absolviert. Und daneben die beiden Nimczyk-Schützlinge, Sunset Boulevard, die 10 mit Michael Nimczyk und die 11 Menu mit Robin Bott. Beide hier in Form eines Probelaufs unterwegs. Sunset Boulevard mit dem Champion jetzt auch in Front zu sehen, Mitte des ersten Bogens. Die letztjährige Stutenderby, zweite ist das, musste sich seinerzeit in Berlin nur der nie zu schlagenden Lumumba bezwungen geben. War allerdings
am Ende im Ziel Zweite und krönte damit vorübergehend ihre Saison. Kurze Zeit später gab es dann noch den Triumph in der Breeders' Crown. Insgesamt standen dann bei 9 Starts über 45.000 Euro zu Buche bei Sunset Boulevard. Erste Zwischenzeit im Übrigen ein 16-1. Und das zweite Pferd aus dem Championatsstall ist Menu mit Robin Bott, der hier ebenfalls einen Probelauf absolviert und dessen Bilanz im letzten Jahr ebenfalls sehr beeindruckend war. 6 Siege, 2 zweite Plätze, insgesamt auch über 20.000 Euro verdient. 20,5 die zweite Zwischenzeit. Höhepunkt war auch in der Derby-Woche bzw. im Derby-Meeting der Erfolg in der internationalen Derby-Meisterschaft der Amateure mit Thomas Maaßen, womit dem Champion ein weiterer Big Point gelang in einem für ihn sicherlich guten, in einem sogar sehr guten Jahr 2021, das ja für Thomas Maaßen bekanntermaßen mit dem zweiten deutschen Titel deutscher Amateurfahrer den perfekten Abschluss fand in einem sehr lange Zeit spannenden Duell mit der Berliner Amazone Emma Stolle, die im Übrigen beide auch aktuell die Plätze 1 und 2 belegen im Championat, Thomas Maaßen vor Emma Stolle. Aber das nur am Rande. Konzentrieren wir uns jetzt auf Sunset Boulevard und auf Menu und auch auf Sweet Victory BG. Dritte Zwischenzeit 1:18,5 und auch hier werden die letzten 500 Meter sicherlich ein bisschen flotter sein, auch wenn es beide Herren da relativ verhalten angehen lassen. Trotzdem immerhin noch eine 14-7 für den letzten Abschnitt. Und auch Sweet Victory BG dürfte im erlaubten zeitlichen Rahmen geblieben sein. Damit also auch diese Qualifikation passé. Und dann haben wir noch eine dritte Quali. Das wird vielleicht die interessanteste sein, denn mit Bayard und Norton Commander kommen ja zwei absolute Heroen an den Ablauf, die sich auch erstmals seit längerer Zeit und vor allen Dingen auch erstmals in diesem Jahr wieder präsentieren werden. Bayard mit Robin Bott, das wird die 14 sein gleich. Norton Commander mit dem Goldhelm, mit Michael Nimczyk dann die 15. Die beiden anderen Teilnehmer, die dort starten sollten, wurden zurückgezogen. Also wir haben nur zwei Pferde hier unter Order. Und der Start erfolgt in 10 Minuten. Start in 10 Minuten. Start in 8 Minuten, Start in 8 Minuten.
So, Start in 6 Minuten. Start zur dritten Qualifikation in 6 Minuten. Und ich habe gerade die Zeiten der ersten beiden Qualis bekommen von unserem Zielrichter, respektive Zeitnehmer, und darf das gerne jetzt an Sie weitergeben. Also die erste Quali, die um 13.53 Uhr gestartet worden ist, sah die 1 Harmonie de Mai in 1.19.3 über die Linie laufen. Die 3 Carla Haseler trabte 1.18.9, die 4 Nesaya 1.18.7, die 5 Yahoo Diamant 1.17.0 und auch die 6 Sir Express trabte 1.17.0. Die 2 Into the World war ja dort bekanntermaßen nicht Starter. Zweite Qualifikation von gerade eben, da war die 7 Magic Women H nicht dabei und auch die 9 Caritza nicht. 3 Pferde am Start, die 8 Sweet Victory BG 1.19.5. Und die 10 Sunset Boulevard und die 11 Menu trabten beide 1.17.6. Und jetzt sind wir in der dritten Qualifikation und die wird in 4 Minuten gestartet werden. Start in 4 Minuten. Start in 3 Minuten, Start in 3 Minuten. Zwei Minuten bis zum Start. 2 Minuten.
Und Start in einer Minute. Start in einer Minute. Zwanzig Sekunden bis zum Start. Und der Start ist frei zur dritten und letzten Qualifikation am heutigen Mittwoch. Mit zwei Pferden aus dem Championatstall, die man durchaus als Hochkaräter bezeichnen darf. Norton Commander, die 15 mit Michael Nimczyk und Bayard, Aufsteiger der Saison 2021, also einer der Aufsteiger des letzten Jahres mit Robin Bott im Sulky. Beide hier. Erstmal seit Oktober respektive November wieder unter Order. Bayard, der innerhalb einer Saison über 50.000 Euro verdient hat, der hier seine erste Qualifikation abgeliefert hat und schon da in der Quali einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat und diesen Eindruck auch wirklich das gesamte Jahr über mehr als bestätigte. 14 Starts, 11 Siege allein für den Ready Cash Sohn. Dazu zwei Platzierungen, also durchaus eine Bilanz, mit der man mal vor die Tür gehen kann. Siege auch auf etwas höherem Parkett in der Breeders' Crown, zuvor auch in Hamburg im Pit-Pan-Rennen siegreich gewesen und jetzt offenbar auch gewillt in die Saison 2022 starten zu wollen. 18-0 die Zwischenzeit und Norton Commander, den man sicherlich noch besser kennt, nicht nur, aber auch, weil er auch 3 Jahre älter ist und dementsprechend auch öfter zu sehen war in seiner Karriere mit Michael Nimczyk, der mit dem Commander letztes Jahr einer der großen Sieger in der Derby-Zeit war, im Derby-Meeting das Charlie-Mills-Rennen gewann, gegen unter anderem dem zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Derby-Sieger gegen Wild West Diamant. Norton Commander, ein Pferd, das schon viel gesehen hat, viel rumgekommen ist. 16-3, die zweite Zwischenzeit. Erfolgreich war in Schweden, in Norwegen, in Holland, auch in Vincennes, damals noch mit Conny Lugauer, 2019. Der Sieg auf dem Plateau de Gravel in Vincennes in auch heute noch gültiger Rekordzeit von 1:10.09 über die Mitteldistanz. Damals überlegen, sagte der Richter, der Vincennes Zielrichter seiner Zeit. Und das war vielleicht auch der bedeutsamste Erfolg des Fuchses. Gute 3 Jahre ist das mittlerweile her, aber mit Michael Nimczyk der Sieg in Berlin natürlich zumindest im Charlie-Mills-Rennen, zumindest aus emotionaler Sicht nicht unwichtiger, wenn man überhaupt den Begriff Wichtigkeit in Zusammenhang mit einem Sieg erwähnen und nennen darf. Auch hier die beiden Trainingsgefährten nebeneinander über die Linie laufend, wie vorhin auch schon. 15-1 war die dritte Zwischenzeit und die letzten 500 Meter lagen bei 1:12.08 und das waren auch die letzten Zahlen, die ich Ihnen für heute über den Äther geschickt habe. Verehrte Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch. Herzlichen Dank auch an alle auswärtigen Zuschauer, Wetter für die Unterstützung am heutigen
Mittwoch hier bei uns. Stichwort Mittwoch. Der nächste Renntag wird auch ein Mittwochvormittag sein hier bei uns im Park am 20. April. Also heute in 2 Wochen sind wir dann wieder für Sie da mit einer PMU-Matinee. Danach dann der Renntag am 1. Mai. Da hat uns ja unser Präsident Uwe Köster schon zu Beginn der Veranstaltung einige verlockende Hinweise gegeben und auch Gründe genannt, warum man diesen Renntag auf keinen Fall verpassen sollte. In erster Linie natürlich, weil es dieses Jahr nach 2 Jahren Ruhe im wahrsten Sinne des Wortes diesmal auch wieder mit Publikum einen 1. Mai-Renntag geben wird. Und wir arbeiten und stricken an einem tollen sportlichen Programm. Und es wird auch dementsprechend dann wieder sicherlich ein bunter Rahmen sein mit dem einen oder anderen prominenten Gast, den Sie kennen werden aus Film, Funk oder Fernsehen. Zwischenzeiten bzw. Qualifikationszeiten für die beiden habe ich jetzt auch. 15:07 steht hier auf meinem Zettel für Norton Commander und für Bayard. Und das war natürlich ein Probelauf für beide. Also 15:07 Bayard und Norton Commander. Und das soll es gewesen sein für den heutigen Tag. Ihnen noch eine schöne Restwoche. Und wenn Sie mögen, sehr gerne wieder heute. In 2 Wochen sind wir wieder für Sie da am 20. April. Bis dahin, Ihnen eine schöne Zeit.